herzlich willkommen zum Comedy Studio Berlin. Habt ihr Bock auf Live Comedy? Dann begrüßt hier eure fantastische Gastgeberin Nega Amiri. Einen wunderschönen guten Abend, Comedy Studio Berlin, habt ihr Bock? Wow! Was eine krasse Anmoderation, oder? Beste Radiostimme der Welt, danke an Ingmar Stadelmann auf jeden Fall. Mega geil! Hey, willkommen zu der 6. Ausgabe Comedy Studio Berlin. Ich bin so, so glücklich hier zu sein. Macht mal einen riesen Applaus für euch selbst, dass ihr heute Abend hier seid. Für euch selbst, ja! Geil! Riesen leer. So voll der Aufwand, herzukommen. Ja, mega nice. Wir haben heute großartige Newcomer, wirklich die besten Newcomer und bereits erfahrene KünstlerInnen, die ihr von da und hier irgendwie vom TV kennt. Und ich würde mal jetzt mal alle Namen aufzählen und ihr macht so richtig schön Lärm, dass die Künstler heute Abend auch richtig Bock haben, hier auf die Bühne zu kommen. Heute mit am Start Costa Meronianakis, Luisa Charlotte Schulz, Sandra Schmidt, Fabio Landert, Javid, Milan Milanski, Maja Stinnen und Ingmar Stadelmann. Mega nice. Habt ihr gesehen, wie ich abgelesen habe? Ist ein bisschen hart, oder? So groß Abendpreis. Ja, wie geht's euch? Ich würde euch gerne mal kennen. Wer ist hier alles aus Berlin? Einmal klatschen, bitte. Aber nice, voll viele Berliner, aber ein paar sind auch nicht aus Berlin, also ein paar haben nicht geklatscht. Wer ist nicht aus Berlin? Ey, warum? Wir hätten nicht mit euch Bu üben sollen. Geil, warte, woher kommt ihr denn? Erste Reihe, Bier? Oh, Zürich, Riesenapplaus für die aus Zürich, seid ihr extra hergekommen? Wow, extra willkommen ins Studio. Wow. Ist ja krass. Und hier die Reihe, ihr wart nicht aus München. Okay, Ausländer hier in München, geil. Scheiße, ich hätte da anfangen sollen, weil nach Zürich klingt München so. Oh. Die sind so extra aus Zürich hier angereist. Ja, cool, aber ihr seht auch aus wie München, so Rollkragenpullover, zurückgegelte Haare, Maximilian. Heißt du Maximilian? Ach, Felix. Riesen Applaus für Felix. Aber Felix, wart ihr schon hier oder also seid ihr zufälligerweise hier oder seid ihr für Comedy Studio angereist? Wie? Oh, danke schön. Das war eine Lüge. Das war ein Fuckboy-Move. Nur für dich mit meiner Frau. Ist das deine Freundin neben dir? Aber cool. Seid ihr in einer Open Relationship? Ich habe Lippenstift auf den Zähnen. Danke. Ich bin einmal auch mit offener Hose auf die Bühne gegangen, das war schlimmer. Ist jetzt weg. Ihr seid aus München zusammen und seid ihr, aber wart ihr wirklich schon in Berlin, oder? Ah, ihr wart schon in Berlin. Was habt ihr gemacht in Berlin? Reichstag. Reichstag? Warte, was? Reichstag? Ach krass, Bundestag. Bist du Politiker? Ah, ich habe eine Führung gemacht, okay, geil. Ja, voll nice. Bist du der Sohn von einem Politiker? Voll nice. Und wie heißt du, meine Liebe? Luisa und Felix. Luisa und Felix aus München, mega nice. Richtig cool. Gefällt euch Berlin besser oder München? München. München. Na, ich liebe Berlin. Ich finde, Berlin ist so stylisch, wirklich. Fühlt ihr euch nicht uncool manchmal, wenn ihr in Berlin seid? Ich fühle mich immer uncool. Ich komme immer so nach Berlin an, diese Dynamik, ihr seid so schnell. Ich schaue so einen Baum an und denke mir, boah, selbst der Baum ist stylischer als ich. Ich gucke so mal auf so einen Kackhaufen und es sieht so retro aus. Ich liebe Berlin wirklich so sehr. Ich mag Berlin, nur die Männer sind hier so unverbindlich, das gefällt mir nicht. Dann lieber Maximilian aus München, der nach Berlin zieht. Spaß. Nein, voll gut. Ihr aus Zürich, habt auch Spaß. Du ziehst die Jacke jetzt aus, langsam wird's warm. Jetzt gibt er Gas, also jetzt gebe ich Gas. Ihr aus Zürich angereist. Sprichst du auch Hochdeutsch? Also ja, ja. Also, du kommst aus wo?
Mexiko! Das ist ein weiter Weg bis hierhin, oder? Aus Mexiko. Ja, richtig. Also, wer ist sonst noch nicht aus Berlin? Das war's, okay. Also, ja, ich bin Nega Amiri, ich werde euch so ein bisschen durch den Abend begleiten. Freut mich übertrieben, hier zu sein und bin die Moderatorin des Abends. Wir haben wirklich großartige KünstlerInnen heute Abend für euch hier angesammelt, die heute hier sind. Und wir haben keine Kosten und Mühen. Okay, wir haben Kosten, haben wir gescheut, aber Mühe, euch die Besten hierher zu bringen. Ich würde sagen, wir machen mal hier so, hör mal. Wie heißt du denn da hinten? Ich will die in der letzten Reihe ansprechen, weil die wissen, die gehen da nach hinten, weil sie nicht angesprochen werden wollen. Die aus Zürich, die wollen das, weißt du? Die haben sich schon extra hier vorne hingesetzt, so heute will ich mitreden. Aber wie heißt du denn, meine Liebe, mit deinem Sport? Ich kann diese. Ja, genau. Hallo Sarah. Ah, nicht, ah, stimmt, ist fast letzte Reihe, in der mittleren Reihe. Mein iranisches Auge sieht nicht so weit. Habt ihr Spaß bis jetzt? Sehr cool. Ihr seid zu dritt hier Mädelsabend, oder? Ah, ihr wurdet so getrennt gesehen. Ach, schön. Wer bist du? Ach, über Sven. Nice. Oh, gut. Wie nice. Das weiß natürlich jeder, wer Sven ist. Ja, willkommen, Oliver. Voll nice. Ja, ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall eine gute Stimmung haben, eine gute Dynamik. Zum Beispiel, wenn der erste Künstler auf die Bühne kommt. Deswegen würde ich euch erstmal, ich würde so einen Stimmungstest machen und würde euch erstmal in zwei Gruppen aufteilen, beziehungsweise in drei. Das hier ist Gruppe A. Ja, das ist Gruppe A. Und wenn ich gleich sage Applaus, müsst ihr so laut klatschen. Ihr müsst so laut klatschen, dass Gruppe B euch auf gar keinen Fall toppen kann, okay? Und du, mein Lieber, bist Gruppe C. Und Gruppe C muss nochmal alles toppen. Du musst nochmal alles geben. Das kriegen wir hin, oder? Wir machen mal ein bisschen Applaus jetzt. So, jetzt sage ich, Gruppe A, gibt Gas. Wie würdet ihr klatschen, wenn der erste Künstler auf die Bühne kommt? Wie wär's? Gruppe B? Gruppe B ist richtige Hooligan-Style, oder? So, ich glaube, so DFB-Mannschaft. So. BVB, seid ihr HSV-Fans? Oder? Nee, Berlin, was ist die Mannschaft in Berlin? Scheiße, wie heißt Hertha, seid ihr Hertha-Fans? Merkt man. Geil. Okay, und jetzt Gruppe C. Du gibst jetzt nochmal richtiger. Ey, sorry, Gruppe C hat für mich gewonnen, oder? So, der erste Künstler, der jetzt auf die Bühne kommt, ist ein großartiger Comedian. Ich feiere den wirklich hart. Der ist extra aus Frankfurt, extra für Comedy Studio hier angereist. Er ist großartig. Ich mag ihn wirklich sehr. Und macht jetzt mal einen riesen Lärm für den ersten Künstler des heutigen Abends, Costa Meronianakis! Ich krieg 5 Euro, wenn ich einen Cribwalk mache, deswegen. Berlin, alles gut? Ja, echte Berliner da, ja? Macht mal Lärm, echte Berliner. Gar keine Schwaben, ja? Ist ja cool. Nee, ich mag das in Berlin. Hier ist ein bisschen so, ich komme aus Frankfurt, seit 25 Jahren lebe ich in Frankfurt. Da ist das Tempo ist ein bisschen schneller, das ist so ähnlich. Ne? Die Sprache ist ein bisschen härter, aber ich... Ihr mögt's räudig, das ist genau mein Ding. In Schwaben, also ich war in Stuttgart und hab so einen Comedy-Club moderiert und ich will nichts gegen die Schwaben sagen, weil es sind nette Leute so. Am Ende gab's auch Standing Ovations in der Show, aber am Anfang haben die schon einen richtig krassen Stock im Arsch. Ich wollte einen rauchen vor der Show, ich stehe draußen, mach mir eine Kippe in den Mund, hab kein Feuer, geht so ein typischer Schwabe vorbei. Ich so, Entschuldigung, junger Mann, können Sie mir mal Feuer geben? Er guckt mich an und sagt, ein ganz klares Nein. Ja, wie hat dieser Mensch Spaß im Leben, Alter? Ganz klares Nein. Ist ja kein Nein, das war eine scheiß Demonstration, Alter. Aber wir sind ähnlich. Berlin und Frankfurt ist ähnlich von der Räudigkeit. So, ne? Ich bin da hingezogen aus einer Kleinstadt in Niedersachsen und das Erste, was ich festgestellt habe, war so, der Grad der Räudigkeit ist schon so, auch zu selbstbewusst. Ne? Ich war beim Zahnarzt, ich war da gerade 2 Wochen da oder so. Ich gehe zum Zahnarzt in Frankfurt, ich komme rein, gebe so meine Karte ab, gehe ins Wartezimmer, da sitzt einfach einer und isst einen Döner.
Für Berliner nichts Besonderes, oder? Wie kann man so selbstbewusst sein, Alter? Ist mir scheißegal, ich esse den hier. Das ist verrückt. Zu selbstbewusst, ne? Männer sind eh zu selbstbewusst. Ich bin mit meinem besten Freund im Fahrstuhl und wir fahren so hoch und auf einmal riecht's nach Furz. Und sind nur wir beide. Und ich weiß, ich hab nicht. Und ich guck ihn so an, ich so, Alter, hast du gefurzt oder was? Und er so, ja. Hast du gedacht, ich riech immer so? Ist zu selbstbewusst, Alter. Ist zu selbstbewusst. Ja, das ist auch krass, Berlin ist so krass. Ich wollte einmal über die Straße in Berlin, Alter. Ich komme am Bürgersteig an der Ampel, ja. Die Ampel wechselt von grün auf rot und die Autos stehen ja noch so einen Moment. Ne? Und dann mache ich das, was wir alle machen, ne? Diesen beschissenen Schritt, ja, gehe ich oder gehe ich nicht, dieses... Weil ich vertraue den nicht, weißt du? Und dann sehe ich so einen 10-Jährigen neben mir und der guckt mich so an und ich denke so, okay, gutes Vorbild, der ist 10, ich gehe nicht rüber. In dem Moment, in dem ich mich entscheide, dass ich nicht über die Straße gehe, fährt ein Rollstuhlfahrer ohne Beine an mir vorbei. They see me rolling, they hating. Ah, er hat ganz schön Eier, ne? Und ich so, wow, der hat Eier. Ich gucke den 10-Jährigen an und der 10-Jährige, ganz anderer Humor als in der Kleinstadt, Alter. Der guckt mich so an und meint so, der hat beim ersten Mal auch nichts gelernt. Nochmal ein Riesenapplaus für die geile Anmoderation übrigens, wenn Neger. Komm, super, super. Super Moderatorin. Ja, ist so. Und ich bin froh, dass sie überhaupt wieder spielen kann nach Corona. So, weil für uns war es wirklich die Hölle. Anderthalb Jahre so zu Hause, wir können nicht. Und das ist, was ich gut kann. Also, das ist mein Talent. Ne? Und dann saß ich zu Hause, konnte nichts machen. Das ist so, das ist, was ich. Meine ganzen Freunde, die sind alle super talentiert. Ne? Und die haben schon Kinder, die sind talentiert. Und davon reden die auch den ganzen Tag. Oh, mein 7-jähriger Kai, der ist super sportlich, der ist super schnell, der kann voll gut mit dem Ball umgehen, der wird bestimmt mal Bundesligaspieler. Es gibt jetzt schon 6-Jährige, die lösen mathematische Formeln. Da weißt du, in 2, 3 Jahren wird das eine richtige Missgeburt, Alter. Weil, ey, der wird gemobbt, Alter. Der wird gemobbt mit 6 Jahren mathematische Formeln, der soll sich scheiß Skateboard kaufen. Er soll sein Leben genießen mit einer Playstation, Alter. Und guck mal, das ist mein Talent. Pass auf, okay, ich bin ehrlich zu euch. Ich schlafe gern. Das ist das, was ich gut kann. Da kommt aber keiner ans Bett und sagt, Alter, wie der Costa schläft. Das ist überragend. Nein, das ist der beste Beruf der Welt. Ich komme irgendwo hin, ich spiele, ich mache meine Jokes, ihr lacht, es kommt Energie rüber, so, das freut mich. Ich bin happy, ist gut, aber der Nachteil ist, ich bin 15 Tage im Monat bin ich im ICE. Und jeder Comedian hat Witze über den scheiß Deutsche Bahn, weil wir hassen die Deutsche Bahn, weil wir wohnen da. Und ihr seid alle schon ICE gefahren, oder? Es ist einfach nur die Hölle. Du sitzt da drin, irgendeiner zieht immer die scheiß Schuhe aus. Irgendeiner isst immer ein Ei. Die haben Salz dabei, Alter. Wie kann man so gut präpariert sein? Es ist immer eine steinalte deutsche Frau mit 105, Alter, die so einen kleinen Hund hat, den sie immer mit Zunge küsst, immer. Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Wo soll er sein, Alter? Ja, er hat so Beine. Wo soll er hin? Letztens saß ich im Großraum, da hat sich so ein Mädel die Fußnägel geschnitten hat. Wisst ihr, wie die fliegen? Das sind scheiß Bumerangs, Alter. Manchmal denke ich, alle haben einen an der Waffel, Alter. Ich sitze in Berlin im scheiß Café, da sitzen 4 so Girls. Und die reden miteinander die ganze Zeit Englisch. Und bestellen immer auf Deutsch. Ein Flat White, ein Cappuccino. Blablabla. Bla, bla. Und miteinander reden die ganze Zeit. Und die Chefin von denen, von den 4 war eine die Chefin, die hat am meisten geredet. Die hat statt, ihr kennt ja buchstäblich, literally, kennt ihr alle, oder? Literally, buchstäblich. Die hat statt literally einfach immer lyrically gesagt. Die ganze Zeit, Alter. I mean lyrically. So was like lyrically. Ich schwöre, irgendwann hatte ich so viel Hass, ich meinte dann irgendwann so, hör mal zu, Eminem. Bin dann aus dem Café geflogen, Alter. Das sind genau die gleichen Frauen, die übers Wochenende nach New York fliegen. Nach 2 Tagen kommen die wieder zurück. Auf einmal reden die so, oh my fucking God, this is so crazy. This is so crazy.
I was like, what the fuck? Sorry, ich träume schon Englisch. Genau, Alter. Genau, ja, ja. Ja. Klar. Klar, ich fahre auch übers Wochenende nach Wien, komme dann nach 2 Tagen wieder und sage, oh, wo ist der Is? Na, ich kann so nicht arbeiten. Ich muss zurück nach Wien. Wir sind verschieden, also wir sind gleich wert. Ne, gleichwertig, aber wir sind verschieden. Das siehst du, wenn du zum Beispiel vier Typen in der Bar, 4 Frauen in der Bar und es kommt jemand rein, der heiß ist, für beide Seiten, ja? Wie die reagieren. Männer sind, Alter, subtil ist ein anderer Planet. Ich höre 4 Typen und da kommt eine heiße Frau rein, die so, ey! Ey, dass sie nicht hingehen zu der Frau und so machen, Titten! Wir sind Neandertaler, ey, wir merken es noch nicht mal. Schon mal Frauen gesehen, wenn ein heißer Typ reinkommt, Frauen, beste Freundinnen, nur Telekinese, Alter. Ich schwöre nur mit den Augen so. Die beste Freundin so. Nein, da habe ich mir ausgedacht. Hätte ich gerne. Ich hab mich während der Corona-Pandemie nach 11 Jahren Beziehung getrennt. Nee, nicht, oh, ich ficke viel, alles gut. Ich kümmere mich um mich selbst. Ja, und ich verstehe es gar nicht, ich bin ein guter Fang. So, weißt du, ohne Scheiß, ich bin ein guter Fang. Ich bin witzig. Ne? Mein Vater ist Koch, der hat mir von klein auf alles beigebracht. Ich mache für meine Freundin, mache ich Menüs. Nicht Pasta mit Pesto, ich mache Menüs. Mit Dessert. Ich schwöre, meine erste Freundin, ich habe die so bekocht, wenn die mal, die wohnt immer noch in dem Café, in dem meine Eltern leben. Wenn mein Vater auf der anderen Straßenseite läuft, bleibt die stehen und macht so. She appreciated. Ja? Es ist so. Und nicht falsch verstehen, ich bin absoluter Feminist. Ich bin für Frauenrechte auf die Straße gegangen. Ich bin richtig marschiert in Frankfurt, richtig mit Schild, also nicht lange, weil Bachelor lief. Aber ich bin... Es ist ein Skandal, ihr kriegt noch immer 30% weniger Gehalt für die gleiche Leistung. Das ist ein Skandal. Weil Männer sich Berufe aussuchen, in denen sie viel Geld verdienen, wie Ingenieur und Architekt. Frauen suchen sich Berufe aus, in denen sie weniger verdienen, wie Architektin und Ingenieurin. Und deswegen... Es gibt so ein Klischee, das stimmt aber, ne? Es gibt ein Klischee, ich habe eine gute Freundin. Seit 20 Jahren sind wir befreundet und wir haben nie was miteinander gehabt. Und wenn, würde ich es nicht erzählen. Aber... Ach, scheiß drauf, ich hatte was mit der. Sie sieht saugut aus. Jedenfalls, wir sind gut befreundet. Und ich muss eins sagen. Und sie kommt jedes Jahr kommt sie zu mir mit dem gleichen Klischee. Mit dem gleichen Klischee, jedes Jahr. Und sie sagt zu mir so, ich muss was sagen. Sie ist sexuell sehr offen. Ja, das muss ich dazu sagen. Sie ist sexuell sehr offen, weil sie hat 10 Jahre beim Finanzamt gearbeitet. Jetzt dreht sie Pornos. Ist richtig, nee, die ist richtig happy. Nein, ich weiß, was ihr denkt. Finanzamt. Und jedes Jahr kommt sie mit dem gleichen Klischee. Jedes Jahr sagt sie zu mir, Costa, wenn ich als Frau Single bin und ich habe verschiedene Partner und ich habe meinen Spaß, dann bin ich voll die Schlampe. Und wenn du als Mann Single bist und du hast deinen Spaß mit verschiedenen Partnern, bist du voll der King. Da habe ich zu ihr gesagt, ja, zu Recht. Ja, buht ruhig, ist mir scheißegal. Es ist für euch ist es zu leicht. Ich kann diese Gespräche zwischen Frauen nicht mehr hören. Dieses, du hast den Florian gefragt, ob er mit dir schlafen möchte. Und er hat ja gesagt. Wow. Lauf als Frau durch die Stadt, frag 10 Männer, ob sie mit dir schlafen wollen. 11 sagen ja. 11 sagen ja. 11, weil noch random irgendwo einer steht, der das mitkriegt und auf einmal sagt, ey, ich kann auch. Ich auch. Probiert's aus. Ladies, ohne Spaß. Also ihr rennt jetzt nicht raus, sondern das, was ich jetzt sage. Pass auf, geht mal zum Konzert von eurem absoluten Lieblingssänger. Zieht euch ein bisschen nuttig an. Das gehört dazu. Wenn ihr nach dem Konzert zu dem ins Backstage kommt, vielleicht geht was. Wenn ich zu Rihanna gehe, egal wie nuttig ich aussehe. Muss ich den Witz noch machen? Es ist ja...
Das ist übrigens das Schlimmste daran, ne, wenn man sich trennt. Nach einer Trennung, nach so einer langen Beziehung, du hast dir gegenseitig alles beigebracht. Ne? Sie weiß alles, auf was du stehst. Ne? Du hast ihr so Sachen gesagt, ja, nackt auf allen Vieren, Zunge raus, Mund auf. Keine Ahnung, worauf ihr so steht. Aber weißt du, du weißt es. Und die Scheiße ist dann musst du jemand Neues finden und du musst alles wieder neu machen. So. Ich würde es geil finden, weil wenn ich durch die Stadt gehe und meine Ex-Freundin läuft an mir vorbei mit ihrem neuen Freund, würde ich es geil finden, wenn er einfach mal stehen bleibt und so macht. Man darf ja nicht alles sagen, es ist ja alles PC, politisch korrekt, ich finde es okay. Ich finde, mein 70-jähriger Vater, ich habe ihm erklärt, sagt nicht mehr das Z-Wort, das sind Sinti und Roma, er hat es gelernt in dem Alter, das sollte eigentlich cool sein. Ja? Oder sagt nicht mehr das N-Wort, der Bruder oder die Schwester sind schwarz, fertig. Seid nicht mehr so homophob, so hübsch seid ihr nicht. Ich verstehe das eh nicht bei heterosexuellen Männern, da musst du dir diese komische Scheiße anhören. Kumpel von mir meinte so, oh. Also die können machen, was sie wollen, aber wenn die miteinander rummachen, das finde ich irgendwie eklig. Hast du schon mal Bauer sucht Frau gesehen, Alter, wenn die sich rum... Alter, die Zungen treffen sich nicht so... Ich bin straight up hetero, ja? Straight up. Wenn jetzt Tom Hardy reinkommt mit seinem Stiernacken, dann packe ich den hier. Es ist eine andere Zeit. Es ist eine andere Zeit. Und als letztes noch, wenn ihr die Möglichkeit habt zu wählen, dann wählt, weil die, die uns hassen, die gehen wählen. Ja, es ist eine andere Zeit jetzt. Als ich so 16 war, ich bin vor Skinheads weggerannt. Weggelaufen als Kanacke. Die sind hinter mir her. Und ich bin froh, dass es keine schwarzen Skinheads gibt, Alter, weil die hätten mich gekriegt. Ich bin nicht so schnell. Applaus für Kosta Meronianakis! Geiler Typ! Später Backstage, du weißt! Spaß! Ey, voll geil! Er hat doch darüber gesprochen, wie wir Mädels sind, wenn wir zusammen ausgehen. Ich finde, wir Frauen sind die viel besseren Freunde untereinander. Sind hier Mädelsgruppen da am Start heute? Eine. Alleine. Bist du alleine? Ah, ihr seid so, ja geil. Ja, die Mädelsgruppe, wenn wir zusammen unterwegs sind, so, es ist wirklich so ein richtiger Zusammenhalt. Keiner von uns würde direkt nach Hause gehen, ohne die anderen alleine zu lassen. Außer es ist außergerichtlich geeinigt. So, ihr müsst euch vorstellen, wenn Mädels zusammen im Club sind, wir halten zusammen. Bei Männern, komplett andere Geschichte so. Ihr zwei, wenn ihr zwei unterwegs seid im Club und du kannst eine Frau abschleppen. Und dein Freund liegt so alkoholvergiftet in der Ecke, der so, Bruder, bitte hilf mir, ich kann nicht mehr. Du wärst so, also den kenne ich nicht. Sicher ein Alkoholiker oder so? Oder ist nicht so? Ihr wohnt nebeneinander, kein Problem, sagt er. Die Frauen sind einfach die viel besseren Freunde. Oder man sagt so, ja, ihr Frauen müsst lernen, euch viel mehr zu supporten. Ihr müsst viel mehr zusammenhalten. Wo ich mir so denke, so, wer supportet mich mein Leben lang? Meine Mädels. Wirklich, wir sind die besten Supporterinnen. Ich habe letztes Corona gehabt. Ich saß da, wohin gehst du, mein Freund? Da geht erst mal Bier holen. That's the Allman-Move. Aber jetzt erst mal ein Bierchen, ne? Ist eine ganz nette Show, aber ein Bier. Ich habe Verlustängste, krass Verlustängste. Jetzt ist er weg. Ist dein Freund? Guter Freund? Ja, Fabian? Vor allem sie nickt, obwohl ich jemand anderes sage. Nö, den kenne ich nicht. Ich finde, wir Frauen, wir halten voll krass zusammen. So, ich habe Corona gehabt, wie der Hobbit habe ich im Bett gelegen. Wer hat mir Sachen nach Hause geschickt? Nicht meine Tinder-Typen, meine Mädels. Essen nach Hause geschickt, für mich bezahlt. Oder wer kommentiert meine Bilder auf Instagram mit den schönsten Worten dieser Welt? Meine Mädels. Wenn ein Typ mich mal abschießt, ich so, hey Schatz, bitte kommentier mal mein Bild. Ich habe es mal zu einer Freundin gesagt, die so, okay, ich mach. Die geht so auf Instagram, kommentiert mein Bild. Du bist die schönste Frau auf dieser Welt. Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Dasselbe hat sie vor 5 Minuten einer anderen Freundin geschrieben. Wenn ein Mann dich verlässt, oder wer dich verlässt, ist ein Hurensohn. Dem sollen die Eier abfallen. Nein, wir Frauen, wir supporten uns gegenseitig. Und wir lieben uns gegenseitig. Und jeder, der was anderes sagt, der hat einfach keinen Plan. Meiner Meinung nach. Okay, ich merke, alle Männer sind ein bisschen überfordert. Alle so. Ja, voll nice. Aber viel, echt gute Männeranzahl heute hier, ne? Finde ich schön, ja. Und die Fußballfans, was macht ihr so? Ihr wart die Fußballfans, oder? Hier vorne. Einmal klatschen, wer Fußballfan ist.
Krass, keiner. Haben die nicht vorhin gesagt, dass ihr Fußball... Du bist Fußballfan. Wer bist du, meine Liebe? Lina. Das nennt... Wie? Nina. Schön, schöner Name, Nina. Ja, mega, finde ich geil. Riesenapplaus für Nina. Was ist deine Lieblingsmannschaft, Nina? Dortmund. Hä, seid ihr jetzt doch Fußballfans oder nicht? Wollt ihr mich verarschen? Seid mal ehrlich, ihr seid doch Fußballfans. Schämt ihr euch jetzt dafür, dass ihr Fußballfans seid? Egal, ich vergesse. Ebenso, wir sind keine Fans, aber die schreien Buh, wenn sie da. Ja, Dortmund finde ich gut. Finde ich gut. Ja, cool. Und bist du Berlinerin und bist du Dortmund? Oder? Beides? Ah, du kommst aus Dortmund, bist nach Berlin gezogen und bist immer noch Dortmund-Fan. Ja. Berlin konnte dich noch nicht überzeugen. Union konnte dich noch nicht überzeugen. Eine Klatsche. Ach geil, Hertha ist kacke. Oh, okay. Scheiße, jetzt ist so Fußball. Ja. Wer hat alles Valentinstag gefeiert? Das war kurz, vor kurzem Valentinstag. Hat jemand Valentinstag gefeiert? Einmal klatschen. So viele Leute. Valentinstag oder wie es in Berlin heißt, Gangbang. Im KitKat. Danke. Ey, Valentinstag, bei mir war so schlimm. Keiner hat sich bei mir gemeldet. Niemand. Nicht mal meine Fußfetischisten auf Instagram haben sich gemeldet. Und die schreiben mir immer. Nicht mal meine Stalker, die mir seit 2011 Nachrichten schreiben, haben mich angeschrieben. Ich musste die anschreiben. Hey, ist alles okay bei euch? Ist der Valentinstag, kommt keine Nachricht. Warte, habt ihr zwei keinen Valentinstag gefeiert? Luisa und Felix? Ne, das macht man in München nicht. Das kostet Geld und das investiert man in Immobilien. Der Max. Ach schön, ich würde sagen, wir können zu der nächsten Künstlerin kommen. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Nice. Die nächste Künstlerin, ich habe eine coole Story mit ihr. Die ist eine großartige, tolle Newcomerin. Ich mag sie wirklich sehr. Ich habe auch mal bei ihr gewohnt in Berlin. Sie so, hey, du bist ja Comedian, du reist viel. Kannst ja auch mal bei mir schlafen. Ich habe ein Zimmer frei. Und irgendwann mal ist sie angeblich aus Berlin ausgezogen. Also, die wollte nicht mehr, dass ich bei ihr wohne, glaube ich. Aber ich war auch ein bisschen viel unterwegs. Und genau, aber tolle Frau. Ich liebe sie über alles. Sie ist eine großartige Künstlerin. Macht riesen Lärm für die großartige Luisa Charlotte Schulz. Dankeschön. Ja, hi, mein Name ist Luisa. Wenn der Jingle ist, hört ihr auf, ne? Es gibt noch eine andere Luisa, ne? Wer ist die andere Luisa? Oh my God, we're soulmates. Und ist das irgendjemand aus dem Ruhrpott auch hier? Wer war das? Du bist auch aus dem Ruhrpott. Woher kommst du? Aus Duisburg. Dafür siehst du aber sehr souverän aus, würde ich sagen. Respekt. Ja, man muss vielleicht eine Sache über uns im Ruhrpott wissen. Ne? Es ist so, egal was wir machen, ob wir jetzt irgendwie Schauspielerin sind, Optiker, Lehrerin, im Aszendenten sind wir alle ein Kernassi. Tut mir leid, da hilft auch die Brille nix. Also. ja, Neger hat mal bei mir gewohnt tatsächlich. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Es war wirklich toll, Neger, mit dir. Also jetzt wohne ich auf dem Land. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Neger bei mir gewohnt hat, aber ich bin so emotional eher aus der Kategorie Gefühlsparalympics. Also ich bin so die Person in der Gruppe. Ich bin immer so die Erste, die schreit, Leute, lass was Krasses machen. Und ich bin immer so die Erste, die heult, dass man was Krasses gemacht hat. Und da bin ich enttäuscht vom Erwachsensein, ne? Weil ich dachte, das ist Erwachsensein, dass man vielleicht irgendwann mal weiß, was man machen und was man vielleicht mal besser lassen sollte. Also keine Ahnung, sind hier Leute so maximal 21? Einmal klatschen bitte. Ja, ihr da hinten. Ihr denkt noch, es gibt so ein Gefühl, was sich einstellt, wenn man mal so richtig erwachsen ist, ne? Das stellt sich nicht ein. Wirklich, ich glaube, der häufigste Satz in meinen 20ern war so, Leute, ich sollte, glaube ich, echt mal mein Leben in den Griff kriegen. Dann bin ich letztes Jahr 30 geworden. Und so kurz nach meinem 30. Geburtstag hörte ich mich wieder sagen, Leute, ich glaube, ich sollte echt mal mein Leben in den Griff kriegen. Und keine Ahnung, was ich so dachte, auch wo man so mit 30 steht. Ne? So in meiner Jugend dachte ich,
Ja, so mit 30, da hat man ein Haus mit einem Fitnesskeller. Weiß nicht, ich glaube, das waren so diese ganzen Reality-Soaps, die ich mir da reingezogen habe aus Amerika. Jetzt bin ich 30, ich habe 50 Quadratmeter mit Schimmelbefall und eine Yogamatte, die ich nicht benutze. Ja, ich weiß auch nicht, also Yogamatten, das gehört so zum guten Ton in unserer Generation. Ne? Wir haben alle eine Yogamatte, kein Arsch benutzt die Yogamatte. Bisschen so wie so ein Autoteppich bei Kindern. Kennt ihr nur diese Autoteppiche? Ey, jedes Kind hat einen Autoteppich. Kein Kind spielt mit dem Autoteppich, Mann. Wirklich. Früher auf dem Autoteppich, da dachte ich noch, ja, meine Eltern, die Erwachsenen, die wissen, wie der Laden hier läuft. Und irgendwann bin ich groß und weiß das auch. Ja, dann wirst du so groß und denkst so, oh, meine Eltern sind ja gar keine Superhelden. Meine Eltern haben ja ihr Leben auch nicht im Griff. Das sind genauso Weirdos wie ich, die einfach nur ihr Bestes versucht haben, dass man nicht mit 14 heroinabhängig wird. So, that's it. Ende der Geschichte. Und die haben irgendwann auch mal auf dem Autoteppich gespielt und haben das auch gedacht und sind auch enttäuscht worden. Aber gut, ich meine, ganz ehrlich, welche Erwachsenen haben ihr Leben im Griff? Ich glaube, die einzigen Erwachsenen, die ihr Leben im Griff haben, sind so Erwachsene in der Werbung. Ich meine, in der Werbung haben alle ihr Leben im Griff. Hunde haben ihr Leben im Griff in der Werbung. Meister Propper hat sein Leben im Griff. Und deswegen hasse ich Werbung. Ne? Ich hasse Werbung, weil die einen immer an diesen Punkt kriegen. Sitzt du wieder zu Hause, denkst dir, oh Scheiße, ich sollte echt mal mein Leben in den Griff kriegen. Und selbst die Frau in der Milchschnitte-Werbung hat ihr scheiß Leben im Griff. Wirklich, die ist da so zu Hause, es tollen so drei Kinder um die rum. Eigentlich eine stressige Situation, ne? Aber Frauen in der Werbung, vor allem Mütter in der Werbung, die rasten nicht aus. Nein, die haben ihr Leben im Griff, ne? Mütter in der Werbung, die lachen einfach so süffisant. Die sind zu Hause und sind so, ja, die kleinen Racker, Mensch. Manchmal geht's bei uns zu Hause wirklich drunter und drüber. Aber dann gönne ich mir einfach eine kleine Auszeit mit meiner Milchschnitte. Vielen Dank. Ey Leute, und ich bin so ein Opferklaus, ne? Ich sitze dann zu Hause und ich hab nicht mal ein Kind und denk mir wirklich, ja scheiße Luisa, du musst echt mal mehr Milchschnitte essen. Kacke. Ja, aber immer mehr Menschen durchschauen dieses perfide Spiel, immer mehr Menschen haben keinen Bock mehr auf diesen perfekten Kack. Immer mehr Menschen stellen sich hin und sagen, Leute, ich bin offiziell am Arsch. Ich persönlich finde das sehr empowernd, ne? Und ich meine jetzt so wirklich am Arsch zu sein. Ich meine jetzt nicht so wie Influencer denken, dass man am Arsch ist. Kennt ihr das so, wenn Influencer denken, sie haben ein Problem und so eine Story machen so aus der Richtung, oh Leute, ich bin echt krass müde. Boah, die haben heute Morgen um 6 Uhr angefangen, unseren zweiten Pool zu bauen. Ich habe echt gar nicht geschlafen. Ja, aber hey, ich gehe jetzt mal in die Küche und räume unsere Tupperdosen-Schublade auf. Ja, man kommt zu nichts mit 2 Kindern und 3 Nannies. Mensch, bis später. Ich meine nicht diese Art am Arsch zu sein. Ich meine echte Art am Arsch zu sein. Ich meine so die Art am Arsch zu sein, dass du ganz genau weißt, das Letzte, was du jemals haben wirst, ist eine aufgeräumte Tupperdosen-Schublade. Du wirst nicht mal eine unaufgeräumte Tupperdosen-Schublade haben. Du wirst für immer in einem Milchschnitte-Kreislauf stecken bleiben. Auch krass, ne? So Teufelskreise. Dass man, was ist das für eine destruktive Fähigkeit von uns Menschen? Bäh. So, wenn ich wieder in meinem Teufelskreis hänge, dann denke ich mir so, warum bin ich kein Tier? Mann, kein Tier hat einen Teufelskreis. Keine Amsel der Welt sitzt auf einem Ast neben seinem Amselkumpel und sagt zu dem, ey, ich bin schon wieder völlig fertig. Ich bin gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Wirklich, ich brauche einen Yoga-Retreat, ganz dringend. Ich kann nicht mehr. Nein, Mann. Amseln kriegen auch keine auf sie zugeschnittene persönliche Werbung zugeschickt. So wie wir Menschen. Ey, wir Menschen sind solche Algorithmusluder geworden. Ekelhaft. Ganz ehrlich, mein Feed, ne? Mein Werbefeed so bei Instagram. So die geballte, schlimme Ladung Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Also wie ihr euch vorstellen könnt, ich kriege nur so Werbung für so Produkte, die, wo du entweder was Krasses machen kannst, oder so Produkte, die dir so signalisieren, hör mal, ich glaube, du machst ein bisschen viel Krasses. Entspann dich mal.
Ja, und jetzt habe ich zu Hause so eine Klangschalensammlung, Selbsttätowiermaschine und einen Do-it-yourself-Fallschirm. Also ich bin so die fleischgewordene Chibo-Filiale geworden dadurch. Vielen Dank, Leute, das war's von mir. Applaus für die großartige Luisa Charlotte Schulz. Großartig. Ganz toll. Ich würde sagen, ihr seid warm, oder? Ihr seid warm. Ich kann die nächste Künstlerin direkt auf die Bühne holen. So, ja. Die nächste Künstlerin, also wir haben sowas wie einen Open Spot, nennt sich das Ganze. Das heißt, wirklich ganz, ganz frische NewcomerInnen haben die Möglichkeit, hier bei uns aufzutreten. Ja, das ist so unser Service an die Newcomer. Und die liebe Sandra, die jetzt auf die Bühne kommt, ist, hat sich bei uns beworben. Wir haben das Video angeschaut und dachten, wow, sie hat mega viel Talent. Und deshalb brauchen wir besonders viel Liebe von euch. Sie macht gerade seit 4-5 Monaten erst Comedy. Ich finde, sie ist großartig und macht einen super Job. Aber jetzt brauchen wir einen riesen Lärm, riesen Applaus für die großartige Sandra Schmidt! Ja, vielen Dank. Ich bin Mutter, ich habe 2 Kinder und ich habe mal so Werbung gemacht für Milchschnitte. Ja, ansonsten habe ich jetzt die positiven Seiten der Pandemie auch mal kennengelernt. Unser letztes Weihnachten war extrem entspannt ohne unsere Verwandten. Was sie stattdessen gemacht haben, ist, die haben uns Geld überwiesen, damit wir Geschenke für unsere Kinder kaufen. Mein Mann und ich, wir sind dann los vor Weihnachten, um einkaufen zu gehen. Und es war echt schwierig, die richtigen Geschenke zu finden im Wabali-Spa. Andererseits kann man Handtücher natürlich immer gebrauchen. Ja, meine Kinder, also ich habe 2 Söhne und einen Mann. Ich wohne quasi in einer Männer-WG. Und ich meine, das ist okay für mich, so, ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen. Also im Homeoffice, da hat ja jeder so Jogginghosen angehabt. Ich wünschte, bei mir hätten sie Hosen an. Die Toilettentür wird auch schon lange nicht mehr zugemacht. Weil man möchte ja nichts verpassen. Ich bin die Einzige, die noch die Toilettentür zumacht. Und selbst das bringt nichts mehr. Mein Sohn erzählt mir durch die geschlossene Toilettentür hindurch Geschichten. Mama, Mama, Theo hat mich heute wieder geärgert. Mama, Mama, kannst du mir mal die Mathearbeit unterschreiben? Und dann wird die so unter der Tür durchgeschoben. Wir haben uns jetzt überlegt, ob wir vielleicht so einen Briefkastenschlitz in die Tür bauen. Mama, Mama, Theos Mutter ist am Telefon. Warte, ich stell sie mal auf laut, dann könnt ihr euch unterhalten. Ich habe das alles mal einer Freundin erzählt, die noch keine Kinder hat. Und ich konnte direkt sehen, was sie denkt. Wenn ich mal Kinder habe, werde ich alles ganz anders machen. Ich werde Grenzen setzen. Ja, interessant. Meint sie, ich habe mir vor 10 Jahren überlegt, oh, wenn ich mal Mutter werde, ich werde so eine Mutter, der werden immer Geschichten erzählt. Beim Kacken. Ich war dann ganz froh, dass ich ihr nicht alles erzählt habe. Ich erzähle euch das jetzt, weil ihr seid cool. Meine Söhne haben sich jetzt ein neues Spiel ausgedacht. Meine Söhne spielen jetzt Anfurz-Judo. Die spielen jetzt Judo und sie benutzen ihre Fürze als zusätzliche Waffe.
Ich mache mir da jetzt auch so ein bisschen Sorgen, weil die das den ganzen Tag drinne halten, um das abends alles wieder rauszulassen. Und dann haben die mich letzt gefragt, ob ich mitspielen möchte. Und jetzt ist es ja so, als gute Mutter lässt man seine Kinder ja gewinnen bei solchen Spielen. Ich habe dann auch lange überlegt so und dachte mir so, wann hat man mal die Chance, wann hat man mal die Chance, seinem Sohn so einen richtig schönen Schleichi ins Gesicht zu setzen? Ja, ich habe die Chance direkt genutzt. Ja, ansonsten wohne ich hier in Berlin im Prenzlauer Berg. Und ich kann euch sagen, es ist nicht immer leicht für uns Eltern hier im Prenzlauer Berg, weil wir nämlich gar nicht wissen, wo wir unsere Drogen herbekommen sollen. Sollen wir zu unseren Kindern gehen und sagen, kommt, packt mal eure Laufräder ein, wir machen jetzt mal einen Ausflug in die Hasenheide. Das ist ziemlich weit weg, so, da müssen wir durch die ganze Stadt fahren. Mein Mann und ich, wir haben gedacht, wir haben vielleicht eine andere Idee und haben dann stattdessen lieber im Darknet bestellt. Ja, ich war auch erst skeptisch. Kann man das machen? Ist das legit? Und dann habe ich aber gesehen, da gibt es Produktbeschreibung und Sternebewertung. Die Seite heißt sogar Canazon. Sah ziemlich legit aus. Wir haben uns dann für 10%iges THC-Öl entschieden, weil die Produktbeschreibung da einfach sich gut angehört hat. Da stand sowas wie mega geiles Zeug, super Quali, hat mich voll in die Couch gedrückt. Ich hatte eine Panikattacke. Mein Mann hat es auf die Toilette gedrückt. Nach 3 Tagen kam er wieder raus und wir haben uns überlegt, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Offensichtlich hat das Produkt keine gute Quali. Auf Canazon gab es dann leider keine Return Policy. Also haben wir den Verkäufer Hashlord 666 direkt angeschrieben. Der hat sich leider nicht bei uns gemeldet. Wir haben jetzt noch ziemlich viel THC-Öl zu Hause, falls jemand von euch Interesse hat. Das war's von mir. Ich bin Sandra Schmidt. Vielen Dank. Riesen Applaus für die großartige Sandra Schmidt. Wow. Das nennt man Newcomerin, oder? Wahnsinn, sensationeller Auftritt, hammer nice. Ihr habt Spaß, das ist gut. Wer ist Single alles hier? Haben wir Singles da? Eine weiß ich, mit dir bin ich befreundet. Wir schicken uns jeden Tag Sprachnachrichten, ich bin immer noch Single. Wer ist alles Single? Einmal klatschen bitte, die Single. Das waren sehr traurige Singles. Da merkt man, da will man wieder langsam. Wer ist alles vergeben? Einmal klatschen bitte. Wer ist alles vergeben, wäre aber gerne Single? Bei Luisa sehe ich so funkelnde Augen. Spaß, nein. Ich bin Single und das ist nicht so typisch. Ich bin Perserin, immer noch Single. Mit 28? Im Persischen gibt es für Frauen wie ich einen Begriff. Das heißt Torschi, der bedeutet übersetzt verschimmelt. Und alle so, Neger, was ist dein Typ, Mann? Wir wollen die Männer verkuppeln. Und ich muss sagen, mein Typ, Mann hat sich so krass über die Jahre verändert. Kennt ihr das? Wenn sich der Typ, Mann so krass verändert? So, ich stand früher auf komplett andere Typen und jetzt stehe ich auf komplett andere Typen. Früher stand ich so auf krass breit gebaute Typen.
mit so 80.000 Euro Batzen in der Tasche, die so selbst so E-Scooter tiefer gelegt waren. Kennt ihr die mit einem Arm auf E-Scooter? Heute stehe ich auf richtig deutsche Männer. Ich stehe auf so deutsche Männer, die so North Face-Jacke tragen. Ich stehe auf diese deutsche Männer, die abends beim Joggen so eine fette Taschenlampe auf den Kopf haben. Ich will abends mit so einem Typen joggen, meiner Familie aus dem Iran Bild schicken und sagen, guck mal, das ist Integration. Diese Taschenlampe auf dem Kopf. Danke, einer klatscht, danke. Wirklich. Ich denke so, ich stehe wirklich auf diese Männer. Kennt ihr diese Männer so mit Rucksack und vorne so ein Verschluss? Einfach für die Bewegungsfreiheit. So ein Mann will ich. Und die Verhaltensweisen verändern sich so krass, ne? Auf die Männer, die ich früher stand, wenn ich die mal angezickt habe. Wenn es mal Streit gab, die so, ey, so redest du nie wieder mit mir, okay? Das war das letzte Mal. Die Männer, die ich heute anzicke, die sind so, ich bin richtig laut und die sind so, ach du, das hat mir so ein bisschen gefallen. Und das fand ich irgendwie schön, wie so ein Heulenspiel. Gerne wieder, du. Oder so beim Zahlen, Beste, beim Zahlen, so die Männer früher. Ich so, hey, darf ich was zu der Rechnung beitragen? Obwohl ich gar nicht wollte. Und er war so, hey, hör mal auf, mach Hände weg. Eine Frau zahlt nicht in meiner Gegenwart. Leg so 70 Scheine hin, der Typ so, sie haben zwei Kaffee gehabt, ist okay. So Typ, ne? Und heute, die Männer, die ich heute date, ich so, hey, Felix. Darf ich was zu der Rechnung beitragen? Und der ist so, ja, du gerne. Nö, gerne. Der Kellner kommt so, sie zahlt, ich nehme noch ein Bier. Auf ihren Nacken. Das sagt ihr doch so, ne? Nacken. Und deutsche Männer, wenn ihr die datet, deutsche Männer, pff, ihr seid schwer zu haben, Mann. Ihr seid schwer zu haben. Die Männer, die ich früher gedatet habe, bei denen war egal, Hauptsache ich atme. Die Männer heute, so, die müsst ihr überzeugen mit Humor, Intelligenz, Aussehen, alles zusammen. Humor habe ich, aber Intelligenz, Aber ich bin der Meinung, fake it till you make it. Also schmeiß ich so bei Dates so random deutsche Worte rein, so krasse deutsche Worte, damit die denken, boah, die ist krass. Sowas wie tendenziell. Also perspektivisch gesehen würde ich eine Cola nehmen. Dieser Satz ist Endgame. Entschuldigung, könntest du mir die Aussage bitte nochmal verifizieren, bitte? Dann Hochzeit, sie hält schon ihr Freund fest, den Allmann. So, die Hände auf. Nein, keine Angst. Nein, wirklich. Und yes, ich liebe diese Männer. Fortsetzung folgt. Habt ihr Bock auf den nächsten Künstler? Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Er ist großartig, er ist wirklich... Ich bin ein Riesenfan von seiner Kunst. Er hat auch tatsächlich Comedy Studio in der Schweiz moderiert. Ja? Also genau dieselbe Show in der Schweiz, die findet da auch nochmal statt. Die Züricher hier kennen's. Ne? Und ja, ein großartiger Künstler. Ich würde ihn jetzt auf die Bühne holen und hier kommt für euch der großartige Fabio Landert! Hey, was geht ab? Ich freue mich sehr, hier zu sein. Lustige Geschichte, wie ich hierher gekommen bin. Ich war gestern joggen, hatte so eine Taschenlampe auf dem Kopf und Neger hat mich sofort erkannt. Das war alles klar. Alter, stabiler Schnauz hast du. Krass, Mann, ich bin neidisch. Du siehst ein bisschen so aus wie so ein Walross. Aber ein sexy Walross. So eins, wo trainiert mit Sixpack, auch eins, was Tindert, Matches bekommt. Habt ihr gesehen, den Tinder-Schwindler? Sagt euch das was? So eine neue Serie auf Netflix. Und ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber die es gesehen haben, liebe Frauen, wenn ihr denkt, ihr habt einen Milliardär an der Angel und er fragt euch, 9-mal nach Geld, dann werdet auch mal ein bisschen skeptisch, okay? Dann fragt auch mal nach, was da los ist. Alter Mann,
Nee, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vorhin ist mir was richtig Peinliches passiert. Ich bin mit meinem Hund da. Ein paar haben ihn vielleicht gesehen. Und ja, genau, auf das wollte ich hinaus. Denn, ja, das, also das ist ihre Reaktion, was ich wollte. Und ich laufe so und auf der anderen Straßenseite war so eine Frau und sie so, hey, wie geht's? Und ich so, hey. Sie so, ja, was machst du? Ich so, ja, ich gehe jetzt gerade da hier ins Comedy-Studio. Sie so, kommst nachher zu mir? Ich so, ja, wo wohnst du denn? So. Dann macht sie so eine Bewegung und ich dachte, ich komme zu ihr. So. Sie will mich zu sich rufen. Dann stehe ich so vor ihr und dann merke ich so, ach du Scheiße, sie hat die AirPods an. Ich habe das gar nicht, die hat mit irgendeiner Freundin telefoniert und ich stehe da so vor ihr und sie so, was willst du, du Psycho? Und so eigentlich gibt es nur so eine Option, so man entschuldigt sich, sagt so, hey, ich habe nicht gesehen, dass du die AirPods anhast, du hast lange Haare und so. Was ich gemacht habe, ich so, hast du mir ein bisschen Kleingeld? Ja, und heute laufe ich mit 2 Euro plus aus diesem Laden raus. Ja, peinliche Situation. Ich denke sowieso, dass mich irgendwie Corona dümmer gemacht hat. So, ich hatte nicht wirklich viel zu tun, bin richtig dumm geworden. Habe ich mal so nachgedacht, so komm, ich lese einfach mal wieder ein Buch. Nehme so das Buch so in die Hand, mach so la 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 pa 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 da pa. Na 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 pa pa da da. Da 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 pa 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 da pa da. Und am Ende der zweiten Seite merke ich so, Alter, ich habe gar nicht gelesen. Ich habe einfach Wörter nachgesprochen, nachgesungen. Dachte ich mir, Alter, das ist richtig dumm. Das ist richtig dumm. Und ich kiffe nicht mal. Wie wäre es, wenn ich kiffe? Also habe ich angefangen zu kiffen. Dachte ich mir so, Alter, genau so fangen dumme Leute an zu kiffen. Muss ich wieder runterkommen, aber es geht nur mit einem Buch. Ja, jetzt bin ich der Teufelskreis. Ja, peinlich, peinlich. Ja, war nicht viel los während Corona so. Mir war sehr oft langweilig, bis ich mal einen Anruf bekommen habe von einem Freund von mir. Gesagt, Fabio, ich habe mir das Bein gebrochen. Ich so, hey, super. Sehr, sehr geil, weil jetzt habe ich endlich mal was zu tun. Ich komme dich jetzt besuchen. Und ich bin dann da ins Krankenhaus gefahren, warte so vor seiner Tür, bis ich da rein kann. Und dann kommt eine Krankenschwester zu mir und fragt mich so, Entschuldigung, sind Sie der Mann von der Frau Schmidt? Und ich so, ja. Ja, das bin ich. Probiert das mal aus, wenn ihr verwechselt werdet. Einfach sagen, ja, das seid ihr. Das kann ganz neue Türen öffnen. Ja, wirklich. Also bin ich da mit der Krankenschwester mitgegangen und 5 Minuten später stand ich dann im Kreissaal. Ich habe einfach der Frau Schmidt zugesehen, wie sie ein Kind gebärt. Das war krass. Und ich laufe so herum, so guck ein bisschen rum, schau so rein rum. Sehr, sehr spannend, wie so ein Kind rauskommt. Das war krass. Aber der schönste Moment für mich war, als ich dieses Kind dann endlich auf dem Arm hatte. So diesem süßen kleinen Jungen, ich habe ihn einfach Nils getauft. Nils! Mein Junge ist endlich da! Gib ihm so einen Kuss auf den Stirn. In diesem Moment Herr Schmidt reingekommen. Ich so, zu spät, Bro. Das ist jetzt... Eigentlich soll es eine Regel geben. Wenn du zu spät kommst, als Mann zu der Geburt deines Kindes, der da ist, der sollte das Kind bekommen. Vielleicht mal probieren. Aber ich habe mich dann entschuldigt. Familie war auch cool, wir halten auch jetzt noch Kontakt.
brieflich und in 2 Wochen sehe ich sogar wieder alle wieder. Das ist echt cool, weil dann sind die Gerichtsverhandlungen und ja, peinliche Situation. Ich habe allgemein so das Gefühl, so dass irgendwie Frauen schlauer sind als Männer, irgendwie. Ja? Ein Mann. Hier die Frauen so, stimmt das? Ich habe Tinder-Schwindler gesehen, ich weiß nicht. Das war ziemlich dumm, was da die Frauen gemacht haben. Nee, ich habe wirklich das Gefühl, dass Frauen schlauer sind als Männer. Wirklich, weil wir Männer, wir setzen uns immer unnötig unter Druck mit so Challenges. Männer sterben auch 5 Jahre früher als Frauen. Denke mir auch so, ja, irgendwie zu Recht auch. Weil was für Scheiße wir alles machen. Kennt ihr Felix Baumgartner noch? Dieser Red Bull Pilot, der da ins All geflogen ist und einfach runtergesprungen ist von 34.000 Metern. Was hast du davon? Eine Frau würde das nie machen. Die würde nie auf so eine Scheißidee kommen. Ja, wirklich. Und das setzt uns dann wieder unter Druck, weil als er da in der Luft, ganz ehrlich, ich denke mir so, nee, das tut uns Männern nicht gut. Wir müssen aufhören mit diesem Scheiß. Weil als er da in dieser Luft kreiste, wurde er ohnmächtig. Und da, ich weiß, man wünscht das keinem. Aber in diesem Moment habe ich so gedacht, es wäre jetzt cool, wenn er vor aller Welt Augen einfach geradeaus in den Boden, bam! Er pulverisiert sich, nichts mehr ist von ihm übrig. Und dann sind wir Männer so da. Alter, wir müssen aufhören mit dem Scheiß, ohne Spaß. Wir müssen unser Leben in den Griff bekommen. Aber wir haben immer das Glück, dass solche Sachen funktionieren. Und ich bin überzeugt, dass irgendein Typ jetzt in seiner Garage trainiert, dass er irgendwie auf 35.000 Metern diesen Sprung machen kann. Bros, wir müssen zusammenhalten. Wir müssen uns schützen. Das geht nicht. Bestes Beispiel zum Beispiel, dass Männer dümmer sind als Frauen beim Duschen. Frauen, 2 Handtücher, 1 für den Kopf und 1 für den Körper. Wir Männer, wir kommen aus der Dusche, wir haben immer nur ein Handtuch. Was soll das? Wir trocknen uns ab, die Haare so hier, putzen uns so, gehen in die Ritze rein. Und dann merken wir so, ach Scheiße, die Haare sind noch feucht. Ich muss da noch mal durch. Fuck. Und dann haben wir meistens so ein dunkelblaues Handtuch in der Hand. Probieren uns so zurückerinnern, mit welchem Teil vom Handtuch habe ich mir gerade das Arschloch geputzt, Mann. Meistens haben wir dann keine Zeit mehr und sind so. Dann sind wir den ganzen Tag so, denken darüber nach, mit welchem Teil vom Tuch habe ich mir das Gesicht gewaschen. Ich glaube, auch so ist Arschgesicht entstanden, das Wort. Bester Beweis auch, dass Männer irgendwie dümmer sind oder irgendwie einfach, ich weiß nicht, ob das Dummheit ist oder was, wir müssen immer so Sachen erobern. Ich habe letztens eine Bergsteiger-Doku gesehen, die ging 4 Stunden. Ich habe 4 Stunden zugeschaut, wie irgendein Team einen 8000-Meter-Berg besteigt. Was ist los? Ihr wisst schon, dass der Berg 8000 Meter ist. Mehr Informationen könnt ihr aus dem Berg nicht holen. Riskiert doch nicht euer scheiß Leben. Dann sagen sie noch, das ist eine gefährliche Expedition. Ja klar, du besteigst auch einen 8000-Meter-Berg, Mann. Dann sind sie da oben, so, frieren alles ab. Einer, dem sind drei Finger abgefroren. Dann wurde er interviewt. Ja, warum? Was ist passiert? Was gibt dir der Berg? Ja, der Berg, das ist so ein tolles Gefühl. Das gibt mir so viel. Bro, was? Der Berg hat dir gerade 3 Finger genommen. Der gibt dir gar nichts. Gar nichts gibt er dir. Dann gehen Sie bei der zweiten Expedition, probieren Sie es nochmal. Dann geht er, kraxelt er sich hoch mit seinen 7 Fingern.
Dann schaffen sie es da. Erste Amtshandlung, Foto. Mach mal Foto. Bro, geht nicht. Mir fehlen die. Dann wurde er wieder interviewt, was das mit einem macht, wenn er da oben steht. Ja, das ist so schön. Das ist so schön. Man ist der Natur so nah. Sonnenuntergang. Ich so, Bro, Mann. Sonnenuntergang? Ich weiß nicht, aber ich würde nicht 3 Finger für einen Sonnenuntergang riskieren, Mann. Geh nach Santorini oder sonst wohin. Bisschen höher rauf und dann hast du alles, was du sehen möchtest. Was macht das mit dir? Ja, das ist so ein geiles Gefühl. Ja, weißt du auch, was ein geiles Gefühl ist? Wenn man das hier machen kann. Ja. Das. Das war's von mir. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Haut rein. Applaus für Fabio Landert! Ihr Lieben, ich finde, ihr seid gut drauf und ich habe eine Überraschung für euch. Wir haben gestern einen großartigen Künstler, den ihr vielleicht oder wahrscheinlich kennen werdet, in der Bahn getroffen und sind 9 Stunden mit ihm gefahren, weil es war ja Sturm, wovon ich nichts mitbekommen habe. Sturm oder wie ich es nenne, in Deutschland beste Wetter überhaupt. Sonnenschein komplett. Wir sind in der Bahn gefahren, 9 Stunden lang und dann haben wir uns einfach gut unterhalten und haben dann ihn gefragt, ob er Bock hat, heute Abend hier auf dieser Bühne aufzutreten. Und er war auch zufälligerweise in Berlin. Deswegen ist er jetzt extra für euch angereist. Aus Quatschclub Comedy. 5 Minuten lang. Und er ist heute da. Riesenapplaus für den großartigen Khalid Bonoir. Was geht ab, Berlin? Ich hoffe, euch geht's gut. Schön. Boah, du hältst schön deine Frau fest. Du so, boah, da kommt der mal. Krass. Ist schon gut, alles klar, kein Problem. Ich mach nichts. Ich war in Köln nicht dabei, als das passiert ist. Ich hab damit nichts zu tun. Also. Ja. Ich bin zwar Marokkaner, aber so sehr auch nicht. Ja. Zu meiner Herkunft, damit sie alle wissen, ich bin halb Marokkaner, halb Algerier. Das heißt, ich hasse mich selber. Für alle, die Ahnung von Politik haben hier im Raum. Ich komme aus Aachen. Kennt ihr Aachen? Kifft ihr? Haben wir Kiffer hier? Ja? Jeder, der Aachen kennt, weiß, Aachen liegt direkt an der holländischen Grenze. Daher haben wir das beste Gras und die besten Grammpreise. Wo wir schon beim Thema sind, falls jemand was braucht, ich bin nach der Show vorne an der Tür. Ich habe gute Preise für euch alle. Weil da drüben bei Sturmwetter will keiner Gras kaufen irgendwie. Und ich dachte mir, heute kann ich das hier verticken. Echt schön, super Publikum, du mit deinem roten Pulli fällst direkt auf. Wie heißt du, junger Mann? Raphael. Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal Klavierunterricht? Sei ehrlich, wer Raphael heißt, muss. Gitarre? Nein. Violine? Nein. Cello? Nein. Klarinette? Nein. Querflöte? Nein. Was bist du denn für ein Raphael? Spielst kein Instrument? Nee. Du bist Fußballer? Nee. Was denn? Handballer? Boah, so ein Raphael. Das sind die richtig harten Raphaels. Ihr seid ein Pärchen? Oder hält der nur so dein Bein fest? Hast gesagt, halt mal bitte kurz, es tut weh. Wie lange seid ihr schon zusammen? Was ist das denn? Keiner weiß es. Krass. Warte ich schon mal. Hä? Ein paar Monate. Warte ich schon mal auf einer Comedy-Show? Einmal. Ja, wer war schon mal auf einer Comedy-Show? Hand hoch. Okay, wer ist das erste Mal dabei? Okay, wer ist das letzte Mal dabei? Ich komme nie wieder. Jeder, der schon mal bei einer Comedy-Show war, kennt das, was gerade hier passiert. Der Comedian kommt auf die Bühne, sucht sich irgendein Pärchen in der ersten Reihe aus und stellt immer die gleichen Fragen. Seid ihr zusammen? In der Regel der Mann, keine Ahnung. Gerade waren es beide, das ist echt komisch. Dann fragt der Comedian weiter, wie lange seid ihr zusammen? In der Regel der Mann, keine Ahnung. Und die Frau so, 3 Jahre. Ich sage euch ganz ehrlich, Comedians kommen auf die Bühne und stellen immer die gleichen Fragen. Ich mag das nicht. Comedians kommen auf die Bühne und stellen immer die gleichen Fragen. Immer die gleichen Fragen. Ich mag das nicht. Ich stelle lieber andere Fragen. Rauchst du Crack? Ja? Nächste Frage. Brauchst du Crack? Wenn ja, ich bin nach der Show. Vorne an der Tür. Ich hab Crack zu meinem Preis. Ich sag ja, heute muss ich was verticken hier. Man merkt es auch an meinem Namen, ich habe einen typisch Aachener Namen. Mein Name ist Khalid.
Wie heißt du, junger Mann? Dustin. Dustin? Auch. Ja, was soll ich sagen? Du bist Kevins kleiner Bruder. So, weißt du? Dustin ist Kevins. Das ist gar nicht böse gemeint, aber Dustin ist einfach Kevins kleiner Bruder. Du bist wirklich? Dein echt? Dein echt? Wurde das hier gerade eben schon erwähnt? Ach krass, ich bin einfach hellsehend. Boah, das ist unglaublich. Krass, Dustin ist Kevins kleiner Bruder. Deine Eltern dachten sich so, wie können wir unsere Kinder weiterhin mobben? Dustin? Hast du Schwestern? Boah, da wären krasse Namen. Serafina, Jacqueline, Chantal, so. Aber hast du noch mehr Brüder? Ja, Steffen und Björn. Steffen und Björn? Sind das die Steuerberater der Familie oder was, Alter? Was ist denn da passiert? Dustin, Kevin und dann Steffen und Björn. Alter, was seid ihr denn für eine Boyband? Das ist so ein Mix aus Backstreet Boys und Group Tekkern. Zwei so mit so Fehlern, so, wo bist du mein Sonnenlicht? Und die anderen so, everybody! Was geht ab? Dustin, was machst du beruflich? Was studierst du? Politik und Geschichte. Glaubst du, dich nimmt jemand ernst mit dem Namen Dustin? Besser als Kevin. Besser als Kevin, das stimmt. Dein Bruder ist echt gefickt. Was macht dein Bruder? Der arbeitet. Der arbeitet? Du weißt nicht mal als was. In der Werkstatt. Das ist ein Kevin-Job, weißt du? So Bodo, sein Chef, ruft den, Kevin! Komm mal her, hol mal die Höhe! Und dann beide so, hey, schreib schon! Aber gut, Dustin, ich wünsche dir viel Erfolg. Wie heißt du, Freundin? Franzi. Das ist gut, das ist ein guter Ausgleich. Ja, wenn ihr nach einer Wohnung sucht, sprich nur du. Hallo, hier ist die Franzi. Mach mal einen fetten Applaus für Dustin und Franzi. Politiker willst du werden oder willst du mehr so Reden schreiben und so? Ich war das nur so, weil ich nicht wusste, was ich machen wollte. Ach so, echt? Krass, ich glaube, das haben sich alle unsere Politiker gedacht. Die so, wir wissen nicht, was wir machen sollen, lass mal Politik studieren. Danach wissen wir immer noch nicht, was wir machen sollen. Und dann gehen wir in den Bundestag und wissen immer noch nicht, was wir machen. So hat man das Gefühl. So hat man das Gefühl, das ist echt so. Ne? Haben wir Politiker hier? Nein, oder? Hier ist kein Politiker. Haben wir Beamte hier? Ist hier irgendjemand Beamter? Echt? Wo? Du? Was machst du beruflich? Ich bin Soldat. Du bist Soldat? Du bist kein Beamter. Boah. Soldat aufs Leben, aber sehr interessant, Soldat auf Lebenszeit und dann nicht mal Beamter. Das ist schon asozial. Du weißt, warum du kein Beamter wirst als Soldat. Weil die denken so, was, wenn ihm morgen was passiert, dann müssen wir sein Leben, du weißt, also nicht mehr sein Leben lang, aber das Leben, nicht so schlimm. Die Frau tröstet ihn, sie sagt, hey, mach keine Sorge, die Russen kommen noch nicht, Mann. Ist noch alles gut. Was machst du bei der Bundeswehr? Ich bin im Büro. Im Büro? Voll der Scheiß. Auf Lebenszeit? Echt? Willst du das echt dein Leben lang machen? Willst du auf Lebenszeit im Büro bei der Bundeswehr sein? So? Okay, gut. Wo bist du stationiert? In Berlin, wo? Gatow. Spandau. Ach, das ist schön. Gut. Kannst du nicht in Neukölln stationiert werden? Bisschen Action nebenbei? Haben wir jetzt echte Beamte hier? Haben wir? Nein? Kein einziger? Doch. Nicht ein Beamter im Publikum? Erst im Sommer? Was wirst du denn? Grundschullehrerin. Ach, voll süß. Hammer. Ich habe auch auf Lehramt studiert. Ja? Meine Mutter glaubt mir das auch nicht. Meine Mutter damals, als ich angefangen habe mit dem Studium, die so, Khalid, bekommst du BAföG? Ich so, ja. Die so, okay, mach, was du willst. Ihr seid echt ein Killer-Publikum. Ich habe leider nur ein paar Minuten, aber bevor ich gehe, möchte ich euch noch eine Sache beibringen. Und zwar ist das beste Gefühl auf dieser Welt. Ich sage euch, was das schönste Gefühl auf der Welt ist, okay, bevor ich gehe. Das schönste Gefühl, jetzt passt gut auf, das den Franzi, sehr gut aufpassen. Das schönste Gefühl, Ladies and Gentlemen, das schönste Gefühl ist, wenn du eine Verabredung hast oder einen Termin
und du hast keinen Bock hinzugehen, ein Date, was auch immer, du hast keine Lust hinzugehen und du überlegst die ganze Zeit, was kann ich dem anderen heute auftischen, damit ich nicht hingehe? Was für eine Lüge kann ich dem heute sagen, damit ich nicht hingehe? Du überlegst, welche Ausrede sage ich heute? Mein Hund ist tot, meine Tante hat meinen Hund überfahren, Dustin kam vorbei mit Franzi, die haben mich verprügelt, irgendwas. Du überlegst irgendeine Geschichte, du irgendwann glaubst du deine eigene Geschichte, nach 3 Stunden weinst du vor dich hin und du überlegst, was sage ich jetzt dem anderen? Und auf einmal, ohne dass du was sagst, sagt der andere ab. Bestes Gefühl. Das ist ein Hammergefühl. Das ist so ein schönes Gefühl. Ey, wenn das passiert, dann mache ich Freudensprünge. Ich habe gerade 7 Sünden gespart. Auf einmal habe ich so gute Laune. Ich habe Bock, mich mit dem zu treffen. Mein Name ist Khalid Bonoire, Bay Comedy for Life. Vielen Dank. Tschüss. Applaus für den großartigen Khalid Bonoire! Die Bahnfahrt gestern hat sich doch rentiert, oder? Richtig nice. Ich würde sagen, ihr seid warm genug, wir machen weiter mit dem nächsten Künstler, er ist großartig. Ich kenne ihn aus Köln, wir treten auch sehr oft in Köln auf, der hat eine eigene Show da, ist ein großartiger Newcomer, macht riesen Lärm für den nächsten Künstler, den großartigen Javid! Hi. Seid ihr ein Pärchen? Ich weiß nicht, die Künstler stellen immer dieselben Fragen hier oben. Seid ihr jetzt oder? Halluschen. Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht von hier. Ich komme nämlich aus Köln. So sehen heutzutage Kölner aus, Leute. Ich war vorher auch blond und weiß. Aber da wohnen einfach zu viele Kanaken, das färbt ab. Nee, ich komme ursprünglich aus Afghanistan. Gibt's keinen Applaus? Nee, ich kann euch verstehen, sonst kommt der Rest nach. Nee. Damals, als der Krieg bei uns unerträglich wurde, haben meine Eltern gedacht, jetzt verlassen wir Afghanistan. Für uns kam USA oder Deutschland in Frage. USA, weil die ganze Family von meiner Mama in San Francisco gelebt hat. Und Deutschland, weil ein Bruder von meinem Vater in St. Augustin. Mein Vater war sogar noch Geologe, ne? Der hat überlegt, der so, San Francisco oder San Augustin. Jackpot, hat er sich für San Augustin entschieden, ne? Aber was ich ihm total übel nehme, ist, der hat meine Mama nicht mehr nach ihrer Meinung gefragt. Ja gut, sie war auch 12. Ne? Und da waren wir Kinder auch schon da. Sie war jung, er sehr alt. War eine engagierte Ehe. Die waren beide engagiert. Ne? Und ja, der hat doch sich überlegt, so, wie soll ich meine Frau erziehen? Eher autoritär oder normal? Da hat er gedacht, die hat eh keinen Führerschein. Dann den bringe ich für mich selber. Den versteht ihr nicht. Das ist nicht für euch. Hört nicht hin. Ne? Ne, der hat doch immer Befehle erteilt. Der ist immer im Gehstock rumgelaufen und hat immer zu ihr gesagt, geh Stock holen. Und die war immer Stock holen. Und dann hat er immer gesagt, geh Stock holen. Und die war Stock holen. Deshalb ergibt das Wort Stockholm-Syndrom für mich jetzt erstmal so ein... Leute, wir leben in schweren Zeiten. Lasst uns über alles lachen, ja? Gerade in diesen schweren Zeiten frage ich mich oft, wo komme ich her? Wo will ich hin? Und welche Maske ziehe ich dazu an? Apropos, wo will ich hin? Ich wollte neulich mir einen schönen Wellness-Tag gönnen. Nicht weit von mir, Sauna. Und dann bin ich mit der Bahn gefahren, habe mich in die Bahn gesetzt und vor mir saßen 2 Mädels, die waren blond, die sahen so aus wie ihr beiden. So feminin auch nicht. Die waren blond, die waren deutsch, die müssen so Mitte 10 gewesen sein. Ist auch so eine Sache, oder? Man sagt Mitte 20, Mitte 30, aber Mitte 10 sagt man nicht. Die waren halt 14, 15 rum. Sollen wir das nicht einführen? Guck mal, ich mache euch darauf aufmerksam, ich als Afghane sowas. Da sagt die eine zu der anderen,
Brudi. Und ich so, was hat die da gesagt? Die so, Brudi, Wallah, ich schwöre auf Koran. Und ich so, boah, Islamisierung läuft Bombe. Die so, Brudi, Wallah, ich schwöre auf Koran. Diese blöde Bitch hat zu mir gesagt, ich wäre blond und blöd. Und die andere so, Brudi, was? Und was hast du gesagt? Da habe ich gesagt, was bist du, wer du denkst? Und ich so, halt, stopp, was bist du, wer du denkst? Ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich so, man sagt ganz klar, was bist du, wer du glaubst? Weil das ist eine Glaubenssache. Und da kam noch eine Freundin von denen dazu. Hat sich auch dazu gesetzt. Die war, glaube ich, so Ende 10, ja. Und da setzt sie sich hin und sagt so, kollabt ihr, ne? Kollabt ihr, ne? Und die eine so, geht's doch auf Deutsch, Brudi? Die so, das ist Deutsch, Cola habt ihr, ne? Die hat gefragt, ob die eine Flasche Cola dabei haben. Aber die hat einfach, Cola habt ihr, ne? Gesagt, ne? Cola habt ihr, ne? Ich bin ausgestiegen, ich hätte eigentlich dazu vorher aussteigen müssen. Aber Cola habt ihr, ne? Wollte ich nicht verpassen. Ich, danke. Ich bin dann ausgestiegen und wusste den Weg nicht mehr. Deshalb habe ich jemanden gefragt, da war so ein Passant, der passierte. Und warum lacht ihr? Können Passanten, können Menschen nicht passieren? Müssen nur Tomaten passieren? Ist irgendwas passiert halt. Ne? War so ein Schwarzer, der kam aus Afrika, ich glaube, der kam aus Eritrea. Der hat irgendwas gesagt, hat mich irritiert. Ne? Nee, ich meinte so, ich habe ihn gefragt, wie ich da und da hinkomme und er so, Bruder, gehst du hier? Ich so, Bruder? Ich sehe den Typ zum ersten Mal, der sagt zu mir, Bruder. Leute, der einzige Mensch auf diesem Planeten, der zu mir Bruder sagen darf, ist mein Vater. Ja. Kleiner Scherz. Der so, Bruder, gehst du hier geradeaus? Nicht links, nicht rechts, geradeaus. Bisschen laufen, nicht links, nicht rechts, geradeaus, rechts, dann bist du da. Der ist immer ein bisschen mitgegangen. Ich glaub, der wollte mich dahin begleiten. Auf jeden Fall, ich dachte, okay, cool, coole Erklärung. Ne? Aber was meint er mit nicht links, nicht rechts? Mir wurde klar, der wusste nicht, was Kreuzung heißt. Sagt einfach nicht links, nicht rechts. Ich war mir aber nicht sicher. Ich so, komm, frag ihn nach was anderem. Ich so, wie komme ich von hier aus zum Bahnhof? Und so, Bahnhof, weit aber, ne? Ich so, pff, kein Problem, Bruder. Ich habe mich auf seine lange Erklärung gefreut, ne? Du so, gehst du hier geradeaus? Nicht links, nicht rechts? Bisschen laufen? Nicht links, aber rechts? Dann nochmal ein bisschen laufen, nicht links, nicht rechts. Kommt Muschi, kannst du anbeten, weitergehen, wie du willst. Ne? Ich so, Muschi anbeten, der meinte Moschee. Der so, da kommt eine Moschee, kannst du reingehen, beten oder nicht. Ne? Aber hat trotzdem Muschi gesagt. Ne? Und ich denke mir so, Muschi anbeten muss ich immer zu Hause. Ne? Ne, weil ich habe ein Kätzchen zu Hause. Auf jeden Fall. Jetzt so im Nachhinein frage ich mich, was, wenn da ein Kreisel gekommen wäre, was hätte er dann gesagt? Nicht links, nicht links, nicht links, nicht links. Geil. Ich bin dann auch irgendwann in diesem Wellness-Spa-Ding angekommen. Ich bin direkt ins Dampfbad gegangen, habe hinter mir die Tür zugemacht und guten Abend in die Runde gerufen. Aber wisst ihr was? Es kam nicht zurück. Und ich dachte mir, was für Assis, ne? Aber beim genauen Hinschauen habe ich festgestellt, da saß niemand drin. Weil es war ja Dampfbad, ne? War alles voller Dampf. Dann habe ich mir gedacht, du Idiot, jetzt stehst du hier im luftleeren Raum, beziehungsweise im dampfvollen Bad, ne? Und das für dich, ja? Und sagst so, guten Abend, und das auch so zu niemandem, ne? Dann dachte ich mir, was, wenn das einer gehört hätte? Dann habe ich mir gedacht, ja, dann hätte er sich doch angesprochen gefühlt und vielleicht zurückgegrüßt. Und dann habe ich mir gedacht, boah, halt doch die Fresse jetzt, ne? Halt doch die Fresse jetzt und setz dich hin. Ich so, okay, nach dir. Ne? Immer dieser Stress in der Sauna. Aber wisst ihr, was mich sonst noch stresst? Stressabbau Sauna, weiß nicht. Ne? Aber was mich sonst stresst, ist mein Kumpel. Der Typ ist sowas von deutsch. Ne? Der ist Iraner, aber sowas von integriertes. Der radikal integriert ist dieser Typ. Ne? Als Iraner. Ne? Der ist sowas von integriert. Hey Leute, der fährt ein Liegerad. So integriert ist der.
Der kam letztens mit seinem Liegerad an, so angefahren, so. Ich so, Junge, steh auf, du bist Iraner, hör auf damit. Ich so, die Allmanns gucken, hör auf. Ich so, die werden dich niemals akzeptieren, steh auf. Steh auf, wenn du Iraner bist, steh auf. Ich so, wenn du so fährst und pinkeln würdest, würdest du ja doch direkt ins Gesicht pinkeln. Da gäbe es endlich mal für Urinanreicherung im Iran eine neue Bedeutung. Ja, es gibt halt Leute, die sind mega integriert, vor allem auch an Orten, an denen man es überhaupt nicht erwartet. Zum Beispiel im Dönerladen. Ich war letztens im Dönerladen und hab so dem Dönermann irgendwas gesagt. Der Typ, der war sowas von integriert, der so, naja, sei's drum. Ich so, hat er jetzt sei's drum gesagt? Oder meint er vielleicht sei's dürüm? Das war's von mir, mein Name ist Javid. Habt einen schönen Abend noch. Dankeschön. Danke. Riesenapplaus für den großartigen Javid! Ihr habt Spaß, das freut mich. Sehr schön, sehr, sehr nice. Wer tindert hier von euch? Gibt es jemanden, der tindert? Ja, aber klatschen, wer tindert? Keiner aus Berlin tindert, keiner kennt Tinder hier. Tinder, was Tinder? Wer war das? Hi, wie heißt du, mein Lieber? Ach, der Oliver! Du grinderst doch eher, oder? So, ja, Grinder. Grinder ist beste App, wirklich. Seid so unkompliziert. Bei euch geht's viel einfacher, wirklich. Bei uns Heteros viel zu kompliziert. Ich wünschte, ich hätte Grinder. Ich würde nur durchballern die ganze Zeit. Ist der Hammer. Und gibt's gute Männer, oder? Ich schicke euch auch direkt. Also, Dickpics ist im Grinder auch normal, so, ne? So, ihr seid traurig, wenn ihr keinen Dickpic bekommt, oder? Das ist so das Hallo. Wirklich so, ohne Dickpick, so, der hat mir gar kein Dickpick geschickt, scheiße. Schick mal erst. Und ist gut, Griner? Ja. Sehr schön. Ja, ich tinder ab und zu und bei uns Hetero ist komplett kompliziert. Ich hasse Tindern, aber ich muss, meine Uhr tickt. Familie macht Druck. Bei mir tindern jedes Mal so. Nein, 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 nein. Oh, der sieht aus wie ein Serienkiller. Nein, nein. Okay, der ist safe Serienkiller, den melde ich erstmal direkt. Nein, nein. Oh! Der sieht aus, als hätte er krasse Bindungsängste, Mutterkomplexe und trägt einen Helm auf dem Kopf. Match! Finde ich gut. Ich habe letztens so einen gedatet, so. Ich habe mich mit dem getroffen, ich habe den gesehen mit seinem Deuter-Rucksack. Ich war direkt verliebt. Ich so, wow, das ist der Mann für mein Leben. Wir haben uns getroffen viermal. Auf einmal steht er mitten beim Date auf. Ich stehe auf deutsche Männer, wisst ihr, und er steht mitten beim Date auf. So. Der so, du Neger? Wir haben uns jetzt auch viermal getroffen. Und ich bin so ein bisschen übrig gegangen. Einfach so für die Dynamik. Ist so krass, ich habe ein neues Wort gelernt, direkt aufgeschrieben. Dynamik. Ich so, ja, bitteschön. Ich finde, es wird Zeit für so ein Feedback-Gespräch. So, bitte was? Feedback-Gespräch? Alter, ich bin Flüchtlingskind. Bei uns in der Familie gab es sowas nicht wie Feedback-Gespräche. Wirklich, deswegen, ja, so ein Feedback-Gespräch. Ich bin so ein bisschen übrig gegangen, habe so ein bisschen gehorcht. Und bin zu dem Entschluss gekommen, ich habe keine Schmetterlinge im Bauch. Ich so, oha, keine Schmetterlinge im Bauch. Ich so, Entschuldigung, könntest du mir die Aussage bitte nochmal verifizieren, bitte? Ich finde so, unsere Generation ist so, wir wollen nur noch unverbindliche Beziehungen. Keiner will sich binden, jeder will es langsam angehen, oder? Außer auf Grindr, da will es jeder schnell angehen. Da dachte ich, nein, das ist kompliziert für mich. So, Männer wollen es langsam angehen und ich bin halt so eine Frau, also es gibt auch Frauen, die es langsam angehen wollen, aber ich bin so eine Frau, so, ich will, dass es schneller geht, so. Für die Männer, die sich mit mir treffen, ist es immer so, langsam angehen, sowas wie 17 Uhr treffen, 19 Uhr Sex, 19 Uhr 5, Entschuldigung, wie ist dein Name nochmal? Für mich ist langsam angehen, 17 Uhr treffen, 19 Uhr Hochzeit, 19 Uhr 5, dabei bitte all meine Schulden übernehmen. Und ich finde so, man muss diese sexuelle Spannung immer am Anfang halten. Also ich mache es, weil da machen die Männer alles für dich, wirklich so. Nicht, also ich gehe nicht direkt mit denen ins Bett, weil ich will die quälen. Also einfach so für meinen Spaß. So, ich quäle die Männer, ich sitze dann auch da so nach 7 Dates und sage so, hey, der ist so, als wäre der gerade einen krassen Marathon gelaufen, ist komplett am Ende und ich schüttel ihm so Wasser ins Gesicht. Ich so, hey, nur noch 10 Dates. Und dann darfst du mich endlich duzen. Ja, der oder der nächste Künstler, der jetzt auf die Bühne kommt, die Züricher hier. Wer ist alles aus Zürich nochmal? Wer war nochmal?
Ihr seid alle für Milan da, oder? Wahrscheinlich. Yes, yes. Der hat ganze Truppe hergeholt. Alle Grinder-Dates zusammengesammelt. Der so, heute gebe ich Gas. Und ja, er ist großartig. Er ist ein super Newcomer. Ich mag ihn wirklich sehr. Er ist einfach hochsympathisch. Macht einen riesen Lärm für den großartigen Milan Milanski. Ja, die Neger, die kennt so mein Dating-Verhalten, habe ich so das Gefühl. Ja, geil, geil, heute hier zu sein, so zum ersten Mal auf einer deutschen Bühne, das ist so eine Riesensache für mich. Ich bin ja auch so mit deutscher Kultur eigentlich aufgewachsen, ja, so RTL, RTL 2, ja. Ich fand das auch, ich meine, ich habe ja auch Deutsch gelernt durch deutsches Fernsehen, muss man ja jetzt mal schon so sagen. Ich fand das auch immer total interessant, wenn ich so Oliver Geisen geschaut habe, kennt ihr den noch? Wenn ich da so irgend so einen dahergelaufenen Osan gesehen habe, der total glücklich darüber war, dass er zu 99,999% nicht der Vater von Chantals Tochter ist, ja. Grandios. Deutsches Fernsehen ist grandios. Ja, wie auch immer, ich heiße Milan Milanski. Wie Neger schon bereits erwähnt hat, ich komme aus der Schweiz, bin aber ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien und bin sowas wie ein waschechter Schwugo. Wieso lacht ihr jetzt? Ich habe noch gar nicht erklärt, was das ist. Das ist ein schwuler Jugo, ja? Haben wir Schwugos heute im Publikum? Schwugos? Nee, das weiß ich. Alter Mexikaner, ja. Haben wir keine Schwugos hier? Echt? Gut, wir sind in Berlin. Haben wir Schwürken anwesend? Nee? Da ist ein Schwugo. Nee? Sicher? Ich kann dich ja auch nach der Show dann so unter vier Augen nochmal fragen. Zwischen vier Hoden. Naja, wie auch immer. Es spielt ja eigentlich auch gar keine Rolle. Eigentlich ist es überhaupt nicht, ja, so nennenswert. Wir sind ja im 21. Jahrhundert. Es ist aber tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn ich mich als Schwugo oute, ja, mir so knallhart Mitleid ins Gesicht geklatscht wird. Ja, so ungefragt, weißt du, die Leute, die stellen sich da ganz schlimme Sachen vor, irgendwie, dass ich, keine Ahnung, dass ich von meiner Familie ausgestoßen wurde, ja, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, irgendwie so. Und dann ist immer so die erste Reaktion, wenn ich mich oute, so als Schwugo, immer so: Boah, du bist so tapfer, Milan. Geht's dir gut? Brauchst du ein Tempo? Weißt du, und da stehst du davor und findest so, boah, Mann, so schlimm ist das ja gar nicht, ja? Noch schlimmer ist, wenn sie so frech neugierig Sachen fragen, ja? Letztens war ich an einer Homeparty in Berlin und da stand vor mir so ein Pseudophilosophe, / Langzeitstudent in seinem 32. Semester, ja? Mit seinen pink gefärbten Dreadlocks und Hornbrille auf der Nase und fragt mich so nach 5 Minuten Gespräch mit mir, so völlig ungeniert, so: Ja, Milan, du sagst ja, wenn es dir zu persönlich ist, ja. Aber wie war das so für deinen Vater, deine Homosexualität zu akzeptieren, angesichts dessen, dass du aus einer völlig homophoben Gesellschaft stammst? Halt deine Fresse, Frederik, ja? Mein Vater hat vermutlich genau gleich schlimm reagiert wie dein Vater, als er erfahren hat, dass sein einziger Sohn Gender Studies studieren möchte. So, natürlich war das Coming Out nicht einfach, ja? Meine, schwere Worte sind gefallen, ja? Tränen geflossen, so Möbel in der Gegend herumgeschossen worden. Ich habe mich dann aber irgendwann mal so beruhigt, ja? Und habe mich geoutet. Und meine Eltern, die waren halt hauptsächlich schockiert, ja. Die hätten sich nicht denken können, dass ich mich als schwul entpuppen würde. Moi? Ja. Und ich meine, ich verstehe es total nicht, weil irgendwie so meine ganze Kindheit war gespickt mit so pinken und regenbogenfarbigen Hints. Wisst ihr, wie ich meine?
So, ich habe mir ja regelmäßig als kleiner Junge die Pyjama-Hose über den Kopf gezogen, damit ich einer auf Sailor Moon machen kann, mit so zwei langen, blonden Zöpfen, ja? Wenn wir zu Hause die Backstreet Boys gespielt haben, da war mein Bruder Nick, mein anderer Bruder war AJ und ich war Emma von den Spice Girls. Ja? Es war so, so krass offensichtlich. Ich glaube, so das Einzige, was mir noch gefehlt hätte, wäre irgendwie so eine kitschige Neontafel über meinem Kopf schwebend, die mich überall so verfolgt, ja? Und immer wieder mal so Sachen rauslässt, wie so schwuler Sohn, schwuler Sohn, schwuler Sohn, schwuler Sohn. Und nicht mal dann hätten sie es gemerkt, ja? Oder aber, und das ist so meine Theorie, sie haben es gemerkt, aber sie haben sich das so ein bisschen schön geredet, ja? Ist ja auch einfacher zu sagen, ja, der Milan, ein Sensibler, ein Kreativer, ein Künstler, ja? Anstatt einfach mal wirklich so auf den Tisch zu hauen, ja, das Kind beim Namen zu nennen, zu sagen, jawohl, der Junge, der wird bald mal ganz viel Spaß im Darkroom vom Berghain haben, ja? Fair enough, ist einfacher, ja. Ja, sie waren ja nicht nur schockiert, ja, sie waren auch wirklich sehr traurig. Ja, vor allem meine Mutter, die war wirklich am Boden zerstört, so für 2 Tage. Nicht, weil ich schwul bin, ja, sondern weil ich ihr keine Enkelkinder schenken kann. Ja. Ganz, ganz wichtig für eine Jugomama. Und ich habe dann irgendwann nach diesen 2 Tagen, dachte ich mir so, ja, Milan, ist zwar dein Coming Out und dein Meilenstein, so im Leben, aber jetzt gehst du mal diese Frau trösten, ja? Dann ging ich so zu ihr und fand so, ja, Mama, scheiße, schwul. Ja? Aber ich meine, ich kann ja immer noch Kinder kriegen, ja? Sie werden nicht meine eigenen sein, so meine leiblichen, sondern so adoptiert aus irgendwelchen Drittweltländern, wie, keine Ahnung, Nicaragua. Oder für mich als Schweizer aus Deutschland. Ja. Nee, Quatsch. Ich glaube nicht, dass mir irgendein Deutscher sein Kind anvertrauen würde, oder? Und wenn, dann vielleicht so ein verwaisten Teenager, der niemand mehr möchte. So, hi, ich bin die Jenny. 16, Friseusen-Azubi aus Nordrhein-Westfalen, freut mich total. Schön, dass ihr mich adoptiert, ich habe selber schon 3 Kinder. Ja, wie auch immer, so dieser Tröstversuch, ja, ging ziemlich nach hinten los, weil meine Mutter hat dann für 2 weitere Wochen so durchgeweint, hat sich dann aber sehr schnell beruhigt und mittlerweile ist halt auch wirklich so Gras über die Sache gewachsen. Ich meine, das Coming Out ist jetzt auch schon 10 Jahre her, ja, und mittlerweile ist sie ja wirklich so eine coole Mom, ja, fast schon so ein bisschen stolz auch. Und sie schafft es dann halt auch immer wieder, mich mal so nach meinem Liebesleben auszufragen, aber sie macht das halt nicht in so einem Frontalmodus, ja, sondern meistens macht sie noch nebenbei irgendwas, das ist so eine Ablage putzen oder so. Und da ist sie immer so, Milan, Milanche, Mami etwas fragen. Hast du eine? Ihr seht jetzt, meine Mom ist zwar cool, aber sie ist noch nicht so weit, dass sie das Wort Freund über die Lippen bringen würde. Ja? Sie spricht es auch nicht stumm nach, sondern was sie tatsächlich macht, ist so ihren Mund völlig unartikuliert auf und zu bewegen, weißt du? Wie in so einer ganz, ganz schlecht synchronisierten Teleshop-Werbung. Kennt ihr die? So, wo du Sachen hörst wie, oh mein Gott, Linda, dieser Nutribullet 3000 zerfetzt ja sogar Rindsknochen. Und Linda so nebenan, ja genau, Tom. Und wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie diesen Rückenkratzer gratis dazu. Ja, und was du siehst, ist so. Ja, das ist meine Mutter in echt. Dasselbe macht sie auch mit dem Wort schwul. Funktioniert noch nicht, das so auszusprechen, ja. Sondern wenn sie zum Beispiel wissen möchte, ob jemand im Raum auch schwul ist, ja. Dann nähert sie sich so ganz langsam an mich heran, wie so ein Raubtier auf der Lauer und findet dann wie so, Milan, komm, komm. Ist sie da auch?
Mutter, was? Schwul? Milane. Ja, um es in den Worten von meiner Mutter so zusammenzufassen. Oder auch, danke vielmals fürs Zuhören. Mein Name ist Milan Milanski. Applaus für Milan Milanski! Ich liebe ihn! Ich finde es so toll und so wichtig, solche Themen zu thematisieren. Ich liebe wirklich an dieser Stelle, ich liebe meine LGBTQ-Freunde wirklich. Es ist so schön, dass es euch gibt. An dieser Stelle ein Riesenapplaus für alle. Es ist so schön, in so einer tollen, diversen Welt zu leben, wirklich. Hammer, hammer, nice. Ja, ich habe auch sehr viele Freunde. Ich war auch im Urlaub mit meinen schwulen Freunden und die dürfen alles mit mir machen. So, der Milan könnte kommen. Ich komme so, habe mich gerade aufgestylt und ich stehe so da und er darf alles sagen. Der so, hey, du geile Fotze. Und ich bin so, danke, Bay. Stell dir vor, ein Heteroman würde das machen. Direkt Anzeige ist raus, me too. Ihr dürft alles machen. Fass meinen Arsch an. Der so, komm her, Baby. Nee, ist echt cool. Sehr, sehr schön. Die nächste Künstlerin, die jetzt auf die Bühne kommt, ich bin sehr gut mit ihr befreundet. Wir haben sehr viele schöne Abende hier in Berlin gehabt. Ich bin ein Riesen-Fan. Oh, ihr habt Gesprächsbedarf? Also, was habt ihr gesagt? Ich will wissen, bitte. Ihr habt zusammen gewohnt. Wer hat zusammen gewohnt? Ihr, die Nächste. Achso, nein, wir haben nicht zusammen gewohnt. Das war die Luisa. Achso, du denkst so, ich wohne bei jedem in Berlin. Damit ich gratis miete, da hast du auch recht, ja. Das stimmt auch, aber nicht bei ihr. Darf ich? Also die nächste Künstlerin, die auf die Bühne kommt, ist großartig. Macht riesen Lärm für die großartige Maya Stinnen! Ich habe noch Platz im Schrank. Das, wow. Richtig. Geht's euch gut? Ihr seht ja alle sehr glücklich aus, das ist ja herrlich. Ich heiße Maya. Das ist ein schöner Name, oder? Oh, ist das schön. Leb halt damit. Ich höre diesen Song mein Leben lang. Dieses Maya hi, Maya ho, Maya ha. Maya haha. Wenn ich den Typ treffe, der dieses Lied erfunden hat, ich fick seine Mutter. Und seinen Vater. Und den Bruder. Wenn das Kind dann rauskommt am Ende, nenne ich es Maya. Dass es das Erbe weitertragen kann. Ich wünsche diesem Typ, dass die Knopfleiste seiner Bettwäsche immer am Hals hängt. So wütend macht er mich. Ja. Ich heiße Maya. Ich heiße ja nicht nur so, also ich heiße Maya und ich liebe meinen Körper und das ist mein Maya-Tempel. Auch weil ich da vor vielen Jahren eine Jungfrau geopfert habe. Ich kleine Wildsau. Und ich kann mich mit Frauen nicht mehr über meinen Körper unterhalten, weil ich finde mich geil. Also ich finde mich geil. Ich gehe oft in so ein Frauengespräch rein und denke mir so, oh, ich habe Eierstöcke aus Stahl und Beine bis zum Himmel. Gehe in das Gespräch rein, werde so durchgebitscht, komme wieder raus und denke, oh, fuck, ich habe zu viel Zahnfleisch beim Lachen. Und Wöchel. Wisst ihr, was Wöchel sind? Wöchel ist, wenn die Wade ohne Knöchel in den Fuß übergeht. Es gibt ein offizielles Wort dafür. Damit wurden Frauen früher bei uns in der Schule gemobbt. Jetzt ist die Stimmung im Arsch. Mobbing tatsächlich? Gibt es sowas in einer Schule? Wow. Sobald, also ich finde es echt gemein, aber sobald ich einen Kerl sehe, der eine Frau dabei hat, denke ich mir so, boah, die Bitch hat Wöchel. Was ist mit ihr? Wie kann die überhaupt laufen? Geh doch ins Fitnessstudio. Wow. Ihr lacht gerne über Mobbing, das ist richtig euer Ding.
Ich war irgendwann, ich war mal an der Uni, das war, hat es nicht so gut gelaufen für mich, weil ich nicht so gut bin im Lernen. Einfach nicht mein Ding. Aber ich hatte so ein Problem. Ich hatte tatsächlich ein Problem, also Sozialwissenschaften habe ich studiert und ich hatte ein Problem mit den Feministinnen dort. Ich finde Feminismus gut, das ist ganz wichtig, das zu sagen. Aber ich hatte immer ein bisschen Angst vor denen, vor diesen Extremen. Die hat man an dem Statement-Shirt erkannt. Und da hatte ich immer Angst, dass die so auf mich zulaufen und schreien so, du bist mir nicht feministisch genug. Aber ich habe doch schon ein Darmbad. Das reicht uns noch nicht. Dann schmiert sich so Menstruationsblut ins Gesicht. Prügelt auf mich ein, bis ich am Boden liege. Und dann zwingt sie mich dazu, Statement-Shirts zu tragen. So welche mit so Brüsten auf den Brüsten. Ich trage diese scheiß T-Shirts erst, wenn ich einen Kerl sehe, der sich einen Pimmel auf die Hose malt und schafft, das als politisches Statement zu verkaufen. Ganz ernsthaft. Vorher, ne, auf gar keinen Fall. Das macht mich immer wieder wütend. Zum anderen Thema. Ich arbeite in der Behindertenhilfe. Schon voll lang. Gibt's hier Pädagogen heute Abend? Bitte klatschen. Ich sehe euch nicht da hinten, Leute. ich habe mir, als ich vor 5 Jahren auf die Bühne ging, habe ich mir überlegt, so was erzähle ich den Leuten? Was erzähle ich denen so? Also was möchte ich denen mitgeben an so einem Abend? Und ich sag's euch, was ich euch mitgeben will. Ich bin echt froh, dass ich nicht behindert bin. Mal abgesehen davon, dass die echt diskriminiert werden, müssen die auch wirklich viel Zeit mit Pädagogen verbringen. Und es gibt wirklich tolle Pädagogen. Aber es gibt auch die Pädagogen, die denken, so ein Topflappen, das ist die Erfüllung. Ich habe mir noch nie Stephen Hawking angeguckt und gedacht, boah, so ein Topflappen bringt den jetzt weiter. Also da hat er richtig was davon. Also das ist richtig wow. Ihr dürft darüber lachen, das ist voll erlaubt, wirklich. Also, ich kenne den. Ich kenne die alle. Die sind cool damit. Ich wollte immer coole Sachen mit meinen Leuten machen. Ich dachte irgendwann mal, ich gehe so mit einer Klientin auf ein Jazzkonzert. Und auf diesem Jazzkonzert war es auch genau so, wie es auf Jazzkonzerten ist: so Leute in Rollkragenpullis, so wie ich. Und die sitzen alle da und denken so. Jazz. Oh. Jazz. Jazz. Und meine Klientin hat gesagt, kann man hier irgendwas mit singen machen? So Helene Fischer oder so. Und mir war das richtig peinlich, ja? Bis der Typ vorne in der Reihe zu mir gesagt hat, also ich verstehe auch nicht, warum der in sein Klavier brüllt seit einer halben Stunde. Und dann habe ich die einfach machen lassen. Die hat dann alles leergeräumt, buffetmäßig und alles. Das war dann super. Falls ihr mich nicht verstanden habt heute Abend, wegen Dialekt oder so, ich arbeite nicht nur mit Behinderten, ich bin auch bei behinderten Menschen aufgewachsen. Ich bin nämlich Saarländerin. Ja. Ich habe mir auch so überlegt, wie nenne ich die Leute jetzt eigentlich? So, als ich ganz jung angefangen habe, habe ich gesagt, wie nenne ich die? Ist das ein Mensch mit Behinderung? Ist das ein Kloppi? Ist das ein Downy? Spasti? Was sagt man jetzt? Was sagt man jetzt? Und ich habe gedacht, ich frage einfach mal meinen Klienten, wie er genannt werden möchte. Und der hat gesagt, Michael. Jetzt nenne ich die alle Michael. Also ganz ehrlich, das macht mir doch nicht schwerer, als es ist. Ja. Es war viel Corona, ne, die letzte Zeit. Schon einsam. Ich wohne in einer 27 Quadratmeter Wohnung. Neger wohnt bei mir. Im Schrank.
Und bei mir hat das ganz dolle angefangen mit diesen Wohnungseinrichtungsgeschichten. So, ich habe gedacht, so, boah, ich muss jetzt meine, mir ist langweilig, ich richte jetzt meine 27 Quadratmeter ein. Also da geht richtig ab. Da hat, ich sage euch eins, jede, die Couch, ne, hat vor jeder der vier Wände gestanden. Sind richtig ausgerastet, so, ja, richtig. Und dann hatte ich zwischendurch Lust auf Sex. Und dann habe ich angefangen, meine Wände zu streichen. Immer wenn ich Lust hatte, eine neue Wand, die nächste Wand, dann noch eine Wand. Und dann hat es irgendwann ausgesehen, als wäre Tine Wittler bei mir im Wohnzimmer explodiert. Da dachte ich mir, das kann ich so jetzt nicht lassen. Machen wir wieder weiß. Und dann sind aus den 27 Quadratmetern 5 Quadratmeter geworden, weil die Wände kamen langsam näher. Es war langweilig, es war echt langweilig. So, ich habe echt viel Pornos geguckt. Also so, auch wirklich so, kenne ich schon, aber der war ganz gut. Gucken wir nochmal. Romantisch war er. Und ich dachte mir irgendwann wurde ich so blöd in der Birne und dachte mir so, okay, falls ich irgendwann wieder Sex habe, dann muss ja was ganz Besonderes werden. Das muss richtig, richtig krass muss er sein, so. Und dann war ich auf dieser Internetseite, Eis heißt die. Es gibt aber kein Eis. So, es gibt viel Pastell, aber wenig Eis. So. Aber es gibt dafür viel Sexspielzeug. Und ich habe mir gedacht, so, okay, wenn ich so einen Partner dann irgendwann habe, dann möchte ich einen Partner-Vibrator haben. So einer, wo die Frau das Teil im Höschen hat und er hat die Fernbedienung. Das habe ich mir geil vorgestellt. Die zwei hier vorne überlegen sich das gerade anzuschaffen. Ich habe es am Blick von ihr gesehen. Und ich erzähle euch jetzt, wie das läuft. Könnt ihr euch dann später überlegen. Ich bin jetzt euer Warentester. Danke. ich war voll aufgeregt. So, ne? Das Teil hat 79 Euro gekostet. Ein Schnäpperchen, ne? So. Und ich habe mich so voll gefreut und dachte so, boah, das wird so geil, das wird so super, das wird einfach der helle Wahnsinn, wenn das endlich ankommt, dann freue ich mich. Und dann kam das an, ich habe so ausgepackt und war so aufgeregt und dachte so, oh Gott, ich freue mich so, das wird geil. Und dann packe ich das so aus, mach das Teil an und dann ist das richtig laut. So. Ich das benutzen? Wie sieht so ein Date aus? Zwei Personen sitzen in einem romantischen Restaurant. Oh, Schatz. Oh, Schatz. Falls ihr auf der Arbeit seid und die Frau steht viel neben dem Drucker. Wo benutze ich das? Auf der Kirmes, im Fußballstadion, der romantische Spaziergang am Valentinstag auf der Autobahn. Schön. Falls es einer haben möchte, können wir später Nummern austauschen. Hab's noch nie benutzt. Also nur für mich alleine. Am Ende des Tages. Ich arbeite im offenen Maßregelvollzug jetzt. Das sind psychisch kranke Straftäter. Und wenn ich sage im offenen Maßregelvollzug, verstehen ganz viele Leute offener Maßregelvollzug. Also die Schokolade. Und ich sage dann immer, ja klar, ich bin Willy Wonka. Und ich arbeite mit psychisch kranker Schokolade. Was hat sie euch angetan? Sie hat euch alle fett gemacht. Das war's von mir. Dankeschön. Riesenapplaus für die großartige Maya Stinnen. Meine neue Mitbewohnerin. Ihr habt noch Spaß? Ihr seid noch gut drauf? Escalation-Modus heute noch? Geht ihr noch feiern? Wer geht mit mir heute auf Jagd? Auf Männerjagd? Das, mit euch kann. Warum? Felix meldet sich einfach gerade so. Ich glaube, ihr seid in der Open Relationship, oder? Seid ihr in der offenen Beziehung? Gehört ihr auch zu den Kandidaten? Nein? Gibt es jemanden mit Open Relationships hier? Offene Beziehung? Hat einer sich. Ach, ihr zwei seid in der offenen Beziehung? Ach, sehr schön. Finde ich gut.
finde ich gut. Bei uns Heteros finde ich es manchmal sinnlos, weil manche fucken mich einfach ab. So, du tinderst gerade, du schreibst so 700 Jahre mit dem Typen. Ich bin so am Schreiben. Ich so, wow, das ist der Traummann meines Lebens. Und auf einmal kommt so, also du, kleiner Side-Note, ich bin in einer offenen Beziehung. Ich so, kleiner Side-Note? In deinem Profil steht, dass du gerne klettern gehst, wandern gehst, was so zum Mittag ist. Aber dass du schon eine Beziehung hast, das schreibst du nicht in deinem Profil? Ich so, was suchst du denn hier? Das sind ja einfach so nette, unterhaltsame Gespräche? Auf Tinder? Was ist, wo ist da der Sinn auf Tinder? Meld dich in einem Kegelverein ein. Mach einen Bowlingkurs. Offene Beziehung, nein, ich bin nicht so der Fan davon. Habt ihr Bock auf den letzten Künstler? Geil. Das wird funny. Das ist der Headliner des Abends. Ich mag ihn wirklich sehr. Ist ein den kennt ihr wahrscheinlich auch von ganz vielen TV-Shows. Hier und da unterwegs ein großer Ehrenmann, muss ich an dieser Stelle sagen. Hier kommt für euch der Großartige. Und ich will, dass ihr jetzt für den letzten Künstler des Abends nochmal besonders Gas gibt. Hier kommt für euch der Großartige Ingmar Stadelmann. Einen wunderschönen guten Abend, Berlin. Geht's euch gut? Yes! Endlich wieder Live-Comedy, oder? Endlich wieder live Menschen auf den Bühnen. Das macht doch Freude, oder? Ja. Gut. Ist überall noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen skeptisch da, ne? Ihr seid mir nicht ganz sicher, ob es wieder alles normal wird, oder? Noch unsicher? Corona-mäßig? Es wird wieder normal, oder? Ah, ja. Ich will euch Hoffnung machen. Es wird wieder normal in Berlin. Ich war auch skeptisch bis vor 2 Wochen. Da wusste ich, es wird wieder normal. Vor 2 Wochen war das. Da hat mein persönlicher Held, der Straßenbahnfahrer vom Alexanderplatz, den Taxifahrer vom Alexanderplatz, der seine Straßenbahnhaltestelle blockiert hat, eiskalt abgeräumt. Der hat gemacht, was wir alle schon mal machen wollten. Der hat den Taxifahrer gefickt. Der hat ihn einfach weggerammt mit seiner Straßenbahn. Und nicht einfach so, sondern mit Style. Ja, er hat vorher noch eine Durchsage gemacht, bevor er das Taxi weggerammt hat. Wo ich überlege, was war da die Durchsage? Was hat er gesagt als letzte so? Nächster Halt, Endstation Charité, Kollege. So, oder was ist denn? So geil, so geil. Und das, ich habe das alles gelesen, die Nummer ist komplett Comedy. Beide, der Straßenbahnfahrer und der Taxifahrer, wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Taxifahrer mit einer leichten Verletzung, leichten Prellung. Der Straßenbahnfahrer mit einem schweren Lachanfall. Und jetzt kommt das Beste, beiden wurde psychologische Betreuung angeboten. Der Taxifahrer hat abgelehnt, weil er wusste, er hat es verdient. Und der Straßenbahnfahrer hat gesagt, ja, ich brauche einen Psychologen. Und da wäre ich wahnsinnig gerne dabei gewesen, bei dem Gespräch, oder? So, was haben Sie sich dabei gedacht, Mensch? Und er so da sitzt, so. Das war so ein gutes Gefühl. Jahre war ich Straßenbahn. Seit 15 Jahren denke ich, machst das. Und jetzt habe ich es gemacht. Es ist so geil gewesen. Das ist so geil, ne? Die Pandemie hat uns alle wirklich ans Limit gebracht, ne? Ich habe es auch wirklich bei der S- und U-Bahn habe ich auch gemerkt, die Leute sind am Limit, ne? Ich sitze in der U-Bahn, da kommt so ein Typ, die Treppen runtergerannt, zu spät, vor seiner Nase gehen die Türen zu und wie ein normaler Mensch sich normalerweise hinsetzen würde und warten würde auf den nächsten Bahn, er nicht. Er stellt sich so vor die Bahn und ab da hatte ich das Gefühl, pass auf, ich hatte das Gefühl, die Berliner fangen an mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommunizieren. Und zwar nicht einfach zu kommunizieren, sondern zu kommunizieren mit Ehepartnern, mit denen sie seit 30 Jahren verheiratet sind. Weil der steht so vor der Tür und fängt auf einmal an zu schreien, ich hab gesagt, mach die Tür auf! Ich sitze in der Bahn und der schreit die Tür an, ich hab gesagt, mach die Tür auf! Und guckt mir dabei in die Augen. Ich hatte instant das Gefühl, wir sind 30 Jahre verheiratet. Und das Geilste darin, der schreit die Tür an und irgendwann geht tatsächlich die Tür auf. Und dann kommt er in die Bahn rein und sagt zu ihm, Kollege, du weißt aber schon, dass in 3 Minuten die nächste Bahn kommt. Und dann sagt er einen Satz, den Berliner gerne sagen. Ich weiß. Aber es geht ums Prinzip. So, das ist Berlin. Ne? Es ist... Und als...
als die Pandemie losging, am Anfang war es noch ganz spannend, weil auf einmal so ganz neue Sachen auf einmal los waren. Ne? Es hieß auf einmal, als die Pandemie losging, hieß es auf einmal, ja, jetzt Achtung, bei S- und U-Bahn nicht mehr anfassen, die Türen öffnen jetzt automatisch. Wo ich wirklich da gesessen habe, bitte was? Die Türen können automatisch öffnen? Wieso zur Hölle drücke ich seit 20 Jahren auf diesen verpichten, ekelhaften Knopf? Es würde diese gesamte Pandemie gar nicht geben, wenn die Türen immer automatisch öffnen würden, oder? Alter, advanced. Einfach ein Level weiter. Deswegen liebe ich Berlin, weil die Stadt ist immer ein Level drüber. Noch eins drüber als in anderen Städten. Das ist ein ganz geiles Beispiel, wo man auch merkt, Berlin ist einfach ein Schritt weiter. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, ne, so an Ampelkreuzungen und so weiter, wenn du in Hamburg oder in Köln bist und so weiter, da gibt es das auch, da stehen dann so Jongleure, ne? Die jonglieren ja und verdienen sich dann Dollar dafür, dazu. Und in Berlin funktioniert es ein bisschen anders. In Berlin steht da nicht ein Jongleur, wir haben am großen Stern, ich lüge nicht, am großen Stern in Berlin steht ein einbeiniger Jongleur. Ich würde dem Geld geben dafür, dass der steht. Aber der steht da, ich sitze im Taxi auf einem Bein und jongliert vier Bälle. Und ich sage zum Taxifahrer, hat sie das jetzt nicht beeindruckt? Und dann sagt der Taxifahrer, mich beeindruckt der ja nicht mehr. Und dann habe ich Taxifahrer, was hätte der denn für sie noch machen müssen? Und dann sagt der Taxifahrer zu mir, wenn der Fußball gespielt hätte. Und da habe ich dann gesagt, Moment, das ist doch unrealistisch. Ein Einbeiniger, der Fußball spielt, der hätte doch sofort einen Vertrag bei Hertha BSC. So, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es ist so geil, eine Pandemie, ich hab so viel gelernt, auch über uns Deutsche. Ne? Ich dachte so, ich weiß, wie die Deutschen ticken. Aber Pustekuchen. Wenn Pandemie ist, ne? Der Amerikaner zieht los und kauft sich Waffen. Wenn Pandemie ist, der Franzose zieht los und kauft sich Rotwein. Wenn Pandemie ist, der Deutsche sagt, was? Klopapier. Alter, wie viel mehr muss man über dieses Land wissen, oder? Was ist doch Klopapier? Das ist doch tiefenpsychologisch, oder? Der Amerikaner sagt sich offensichtlich, ich muss mich verteidigen. Der Franzose sagt sich, ich muss mich betrinken. Und der Deutsche sagt sich offensichtlich, ich muss irgendwie meinen Arsch retten. Ich muss irgendwie. So funktionieren wir. Und warum haben wir alle Klopapier gehamstert wie die Irren? Weil wir uns nicht gegenseitig vertrauen. Der Deutsche vertraut dem Deutschen nicht. Ne? Weil der Deutsche weiß, wie der Deutsche tickt. Ne? Weil keiner von uns zu Hause sitzt und denkt, ja, wenn Pandemie ist oder Krise und Klopapier ist alle, da kann ich doch bei meinem Nachbarn klingeln. Nein. Der Typ, der samstagmorgens den Rasen mäht? Nein. Der sonntags in meiner Einfahrt parkt? Nein. Der hilft mir nicht. Das ist auch der Grund, warum wir in Deutschland zum Beispiel Gitter haben vor Strandkörben. Hm? Hm? Damit außerhalb der Öffnungszeiten niemand meinen Strandkorb abwohnt. So, das ist. Und für mich als Künstler war Pandemie so eine Form von Frühverrentung, gerade auch finanziell. Und man kann es auch positiv formulieren, ihr könnt jetzt sagen, ich war jetzt beim Flaschensammeln lange der Jüngste. Und da kamen mal Leute, haben gefragt, ja, oh, wie können wir euch Künstler unterstützen, was können wir machen? Dämliche Frage, einfache Antwort, kauft euch ein Ticket. Kauft euch ein Ticket. Ernst kurz, wenn euch das, was ihr hier seht, in irgendeiner Form wichtig ist, kauft euch ein Ticket. Und wenn ihr schon eins habt, kauft euch noch eins. Macht es einfach. Ja, zieht es durch. Ja. Pandemie hat uns alle ans Limit gebracht. Ich habe es, wie gesagt, am Anfang nicht gemerkt. Im Supermarkt habe ich es gemerkt. Da war klar, okay, es ist was anderes. Ich bin durch den Supermarkt, habe eine Flasche Wasser, Kasten Wasser gekauft und habe dann einen Fehler gemacht, habe zum Schluss nur eine Flasche von dem Wasserkasten aufs Band getan. Amateurfehler. Und dann hat die Frau gefragt an der Kasse, haben Sie noch mehr Wasser? Und ich bin der Comedian. Dann habe ich gesagt, nee. Trink Wasser. Ja. Ähnliche Stimmung wie hier. Und den Blick von der Frau, den werde ich nie vergessen, wie die mich angeguckt hat. Mit dieser Mischung aus Ekel und Verachtung. Ich stand an der Kasse, ich habe mich gefühlt wie Jens Spahn. Es war wirklich, es war nicht schön. Und dann wollte ich deeskalieren, habe gesagt,
Jungfrau, Sie sehen doch, dass ich hier einen ganzen Kasten habe. Dann guckt die mich an und schreit quer über die Kasse: Sehe ich aus wie eine scheiß Giraffe? Dann habe ich gesagt: Nee, du siehst aus wie eine dumme Kuh. Ne? Und das war. Sind wir nicht zusammengekommen irgendwie. Das ist so geil, ey. Ich wäre fast zu spät zu dieser Show gekommen. Das war auch geil vorhin. Ich wäre fast zu spät gekommen, weil ich hatte noch Polizeikontrolle. Ich werde jetzt öfter von der Polizei angehalten. Passiert öfter, seit der Bart irgendwie stärker ist. Komisch. Weiß auch nicht, was das ist, was die Polizei glaubt. Ob sie denken, dass ich was im Bart schmuggle oder so. Letztens auch bin ich über den Kuhdamm gefahren, ganz artig, ganz normal. Auf einmal Zivilpolizei winkt mich raus. Ich bieg ab, um die Seite, steig aus dem Auto. 5 Typen, Cappy, Bart, wir gucken uns alle an. Es war nicht ganz klar, warum. Wir waren auch zum Verwechseln ähnlich. Und die Polizei hat uns auch verwechselt. Ne? Die haben dann die falschen Pässe rausgegeben wieder. Das war geil. Ne? Gute Weiterfahrt, Herr Hamadi. So, das war. Habe ich natürlich überlegt. Ne? Woran kann das liegen? Ist es vielleicht doch was Rassistisches? Das wäre ja neu. Für mich. Als Ostdeutschen. Als Opfer. Das ist eigentlich klar geregelt. Ne? Wir sind ja Täter. Das ist so ein Klischee, ne, dass man im Osten hat, ne, dass sie im Osten so Probleme mit Rassismus haben. Das stimmt nicht. Das ist ein Klischee. Ne, die haben gar kein Problem mit Rassismus. Das ist das Problem. Das ist ohne Quatsch. Ich habe mal gedreht für die Heute-Show am Tag der Deutschen Einheit in Dresden. Weltklasse. Und ich habe diesen Typen, der sah ganz normal aus, ich habe diesen Typen gefragt auf der Straße, ob er glaubt, dass die Menschen hier rassistischer sind als woanders. Da guckt er mich ganz ins Ernst an und sagt: Bitte was? Rassistisch? Wir sind doch hier nicht rassistisch. Ich bin doch nicht rassistisch. Also für mich sind alle Menschen gleich. Wirklich. Ob Neger, Fidschi, Kanake, es ist für mich alles. Die merken das gar nicht so. Ne? Und die beste Nummer, ne, die mir mit der Polizei passiert ist, ne, da bin ich von einer Show gekommen aus Brandenburg. Bin ich aus Brandenburg nachts gekommen, bin auf den Kudamm gefahren, weil ich noch eine Currywurst wollte. Hab mir eine Currywurst geholt, dann habe ich wie so ein Idiot mir das Curry in die Augen gerieben aus Versehen. Hatte also rote Augen. Bin dann weitergefahren, entspannt, gucke in die Seitenstraße, Polizei, war mit 15 Polizisten für eine Verkehrskontrolle. Wo ich mir schon gedacht habe, wozu bitte braucht man 15 Polizisten am Kudamm für eine Verkehrskontrolle? Was ist da die Erwartungshaltung? Hä? Halten die einen Renault Twingo an und erwarten, dass der komplette Abu-Chaka-Clan aussteigt? Oder was ist da? Ja, die passen ja alle in Twingo, sind ja alle kleinwüchsig. Nee, das ist der Vorteil bei Abu-Chaka, nee, wenn die zustechen, ist immer die Wade. Ne? Das wird ja gefilmt, naja. Und während ich so darüber nachdenke, Blaulicht im Rückspiegel, nicht so, alles klar, ich fahre rechts ran. Da kommt so ein älterer Polizist zu mir an die Scheibe, klopft an die Scheibe. Ich mache die Scheibe runter und er sagt folgenden Satz, original. Guten Abend, Fahrzeugführer dieser Fahrzeugklasse sind in den letzten Monaten häufiger aufgefallen durch überhöhte Geschwindigkeit oder Drogendelikte. Und ich denke mir noch so, jetzt halt die Fresse. Und höre mich dann aber selber sagen, na, so schnell war ich ja wohl nicht. Dann sieht er meine Augen und sagt zu mir, sind Sie high? Und ich sage zu ihm, ich bin Ingmar. Aussteigen sofort. Und das war echt, das war wirklich unangenehm. Die haben die ganze Karre hochgenommen. Ein riesiges Theater. Es ging ewig, bis hinten der Ausweis von mir im Auto kam und einer von diesen anderen Vögeln hat mich erkannt. Und der guckt dann so raus und sagt, ey, das ist dieser Komiker. Und dann guckt mich der Polizist an. Was sind Sie? Comedian. Comedian? Ja. Was machen Sie denn nachts auf dem Kudamm? Ich komme von einer Show. Eine Show? Ja. Wo denn? In Brandenburg. In Brandenburg? Ja. Läuft wohl nicht. Mein Lieben, das war mein... Bis zum nächsten. Wir sehen uns im Columbia-Theater. Dankeschön. Riesenapplaus für den Headliner des Abends, Ingmar Stadelmann. Großartiger Mann.
Ja, für alle, die mehr von Ingmar sehen wollen, der ist tatsächlich am 1.5. im, also da hat er seine Jubiläumsshow im Columbia Theater. Ne? Da gibt es auf jeden Fall noch Tickets, deswegen sichert euch welche. Und auch generell die anderen Künstler, die gehen alle auf Tour. Zum Beispiel Luisa Charlotte Schulz hat einen mega Podcast, 1AB Ware nennt es sich. Alles mal abchecken, alle Namen auf Instagram abchecken. Folgt mir auf Instagram, Tinder. Edit mich, falls ihr gute deutsche Männer habt, vermittelt bitte an mich. Und hattet ihr Spaß heute Abend? Ich würde ganz gerne ein Abschiedsvideo machen. Und da schreit ihr einmal, wir müssen Promo machen für Comedy Studio Berlin. So. Heute Abend bei Comedy Studio Berlin. Hattet ihr Spaß? Riesenapplaus für alle Künstler, die heute Abend da waren. Wir machen die Finale. Riesenapplaus für die heutigen Künstler. Costa Meronianakis. Luisa Charlotte Schulz. Sandra Schmidt. Fabio Landert. Javi. Durch den Abend führt ihr die fantastische Nega Miri. Bis zum nächsten Mal. Komm in die Studio Berlin. Kommt gut nach Hause. Ihr wart ein geiles Publikum. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr hier wart.